Und dann zeigen sie ihn 3 Monate später wieder nicht mehr so. Das ist halt eine Sache, die ich einfach noch nicht ganz verstehe. Vor allem, das Spiel sieht ja auch nicht gerade unfertig aus. Also, nee, was aber, wie gesagt, auch daran liegt, dass in dem Sinne auf der Mario Kart 8 Mechanik beruht und halt ein paar Zusätze hat. Ja, okay. So, jetzt nehme ich auch seit 20 Sekunden wieder auf. Also, wir reden jetzt nochmal ganz schnell oder relativ schnell über das, was wir gerade gesehen haben. Der Stream kommt ja eh dann oder ist ja dann schon online. Das wird dann nochmal als Podcast, bla bla bla. Ja, war, wie gesagt, interessant zumindest. Ja. Wir wissen jetzt, dass der Screen Touchscreen hat. Was für viele auch komischerweise ein starkes Argument war, dass der das haben soll, was ich irgendwie nicht verstehe, weil, naja, finde ich. Für die Spiele bringt eben das nicht viel. Ja, richtig. Was wissen wir noch? Es wird sofort in 2 Farben geben, aber soweit ich verstanden habe, nicht in irgendwelchen größeren Speichersachen, weißt du? Also, dass man eine 32 GB und eine 64 GB Version hat. Oder habe ich da was nicht mitbekommen? Über Speicher haben sie tatsächlich gar nicht geredet, glaube ich. Es wurde gezeigt Skyrim, ja gut. Super Mario Odyssey. Ja, ich wollte gerade sagen, reden wir doch mal schnell über die wirklich interessanten Sachen, weil das Super Mario, wie wir es jetzt gesehen haben, gab es so in der Art noch nicht. Richtig. Würde ich meinen, weil wir haben eine Großstadt gesehen, wir haben irgendwas so, ja, wie gesagt, so eine amerikanische Großstadt gesehen. Wald. Einen Wald dann wiederum, dann ja so ein paar Orte halt. Mario kann seine Mütze wegwerfen, eine große Innovation natürlich. Und die Mütze hat Augen. Die Mütze hat Augen, krasse Sache auf jeden Fall. Ja. Ja. Vor allen Dingen die Fortreisungsart finde ich da auch sehr interessant, weil Mario hatte ja so ein Raumschiff, wirklich, ja, wo er denn rumfliegt. Ja. Komisch, komisch. Also ich bin gespannt, vor allem was geil war, wo Bowser ja Peach entführt hat, stand Mario ja vor so einer Art Werbetafel, wo nochmal angezeigt wurde, dass Bowser Peach entführt hat. Fand ich auch ganz geil. Ich finde auch gut, wie Bowser aussieht. So, ich weiß nicht, dieser Anzug, der passt irgendwie. Ja, das sieht alles noch ein bisschen komisch aus. Aber was ich auch nicht verstanden habe, weil es wurde ja auch angekündigt, dass Nintendo an einem Spiel arbeitet, was ein Querschnitt sein soll zwischen Super Mario und Rabbids. Davon wurde auch nichts gezeigt. Stimmt. Es wurde, glaube ich, noch irgendwas nicht gezeigt, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ja, NBA wurde nur nebenbei gezeigt. Sega hat ein neues Spiel, Atlus. Also Atlas ist die Firma, glaube ich, die denn mit Sega zusammenarbeitet. Irgendwie. Oder so, ja. Oh, ich habe den Namen vergessen von der Spielereihe. Also es ist halt irgendein Spiel von der Spielereihe, JRPG so in die Richtung. Etwas, wo ich mich jetzt nicht sonderlich auskenne. Ja, aber was ich interessant finde, ist, dass das 2017er Sonic wohl auch auf die Switch kommt. Aber weiß man schon viel über das Sonic? Nee, ne? Nicht wirklich. Nee. Vielleicht kommt ja auch Sonic Mania noch auf die Switch. Das könnte ich eigentlich nur hoffen. Zumindest mal wünschen, ja. Aber, naja. Dann hat man noch gesehen, recht unspektakulär, FIFA. Ja, wo wir ja auch eben schon im Stream gesagt haben, wegen den kleinen Controllern, dass zum Beispiel die Taktikauswahl schwierig wird, weil das macht man ja immer mit dem Steuerkreuz, aber die werden sich da wahrscheinlich schon was einfallen lassen.
Irgendwie. Oder es wird ein richtig bekackter Port. Obwohl, wenn das Ding. Nee, Quatsch. Ich wollte gerade sagen, wenn es ja eh Touchscreen hat, aber dann bringt es ja auch nichts, wenn man zu zweit spielt. Ja, richtig. Also ich glaube, da ist es denn wahrscheinlich eher so, dass man vielleicht mit zwei Pro-Controllern spielen kann. Ja, Und weniger mit das. diesen Mini-Controllern, ne? Mit den Aber ich Joy-Con. sag mal, FIFA brauche ich halt nicht für eine Nintendo-Konsole. Ich hatte damals zu Wii-Zeiten hatte ich mir einmal FIFA ausgeliehen für die Wii. Alter, das. Ja, ne? Da möchte man eigentlich nicht so viel drüber sagen. Das war echt unschön. Aber naja, die werden das schon irgendwie machen und im Endeffekt kaufen die Leute, die FIFA sich eh holen. Hole ich das Spiel ja eh entweder für die PS4 oder Xbox oder im Notfall auch für den PC. Weil, ja, viel mehr, sag ich mal, wird da auch nicht. Viel mehr Anklang wird das da wahrscheinlich auch nicht finden, als bei Nee, der glaube ich auch nicht. Wii oder bei der Wii U oder whatever. Was haben wir noch gesehen? Atlas, Xenoverse wird irgendwie neu aufgelegt oder weitergeführt. Aber da wir da auch nicht so die Profis drin sind, können wir da auch nicht wirklich viel zu sagen. Square Enix hat ein neues Spiel, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe, aber okay. Xenoblade, ne? Was aber auch 2D sein wird, die Umgebung wird aber ein bisschen 3D-mäßig sein, aber wie gesagt, auch JRPG, von daher schwieriges Thema. Ne? Denn sehr, ich sag mal, interaktiv, One-Two-Switch. Ja, One-Two-Switch stimmt, das super So ein Partyspiel. Partyspiel, richtig. Sieht, ja, ich will nicht sagen, dass es interessant aussieht, weil das ist es nun mal für mich persönlich jetzt nicht, weil es ist halt dieses typische Party-Ding, was Nintendo jedes Mal zum Start von ihrer Konsole rausbringt, so, Punkt. Richtig, zur Wii war es Wii Sports, zur Wii U war es Nintendo Land. Also, Ja. ja. Was ich aber auch noch interessant fand, war Arms. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Auch eine Art Partyspiel, aber eins, was doch interessant aussieht, was schnell aussieht und irgendwie witzig. Also, kurze Beschreibung: es ist ein 3D-Box-Spiel mit, ja, so, wie nennt man diese Arme? Wie kann man diese Arme nennen? So Federarme. Also, Ja, ihr müsst euch genau. so vorstellen, Boxhandschuhe, eine Feder dran und du kannst halt über längere Strecken dann jemanden schlagen. So. Punkt. Hat so ein bisschen was die Art, wie man mit Sonic bei Sonic Unleashed rumschlagen konnte. Ja, ist ja auch bisher noch das beste Sonic, habe ich gehört. Laut Christian Görnd auf jeden Fall. Was man auch wieder nicht gesehen hat, Super Smash Bros. Auch überhaupt kein Wort drüber verloren. Ja, stimmt. Obwohl es ja auch groß in der Gerüchteküche rumgegeistert ist. Ja, ich glaube, wenn, dann kommt da wahrscheinlich auch wieder ein neuer Teil. Bei Mario Kart könnte ich mir denken, dass die vielleicht sagen, irgendwie Mario Kart 8.5 oder so. Ja, oder sie nennen es dann halt einfach Mario Switch. Punkt. Ja, weil, wenn es jetzt in Teil 9 wird, dann das wäre halt genau die gleiche Scheiße mit Splatoon 2. Ja, richtig. Das ist halt der größte, oder wird wahrscheinlich auch der, ich weiß nicht, ob es der größte Aufreger sein wird, weil viele haben sich ja damit abgefunden, dass es Splatoon Remastered oder Splatoon 8.5, 2.5, 1.5, so rum, dass es Splatoon 1.5 ist, haben sich damit abgefunden und ja, waren halt, ich sag mal, zufrieden damit. Dass es jetzt aber ein kompletter zweiter Teil wird, ist komisch, sag ich mal. Oder nicht. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber ich sehe ja auch so ein bisschen die Resonanz auf Twitter. Also das scheint wohl eigentlich ganz gut anzukommen. Und, okay, es gibt einen Namen für Mario Kart wohl. Die haben es nicht im Stream gezeigt, sondern hauen jetzt einfach nur einen Trailer raus.
Mario Okay. Kart 8 Deluxe nennt sich das Ganze. Okay. Ey, Da würde ich den aber. tatsächlich. Ja Aber. gut, da mache ich jetzt nochmal Firefox an extra für. Ja, komm, aber was ist das denn für eine Kacke? Ganz ehrlich. Da machen die 1,5 Stunden und anstatt hier 5 Minuten Leute zu trollen, man Zelda rauskommt. Ja, da hauen die jetzt einen Trailer raus, ey. Mal ernsthaft, Nintendo. Nintendo Ah. Switch. Ja, aber was ist das denn für ein Käse? Die Feder ist doch rot. Der Trailer wird doch wahrscheinlich bei YouTube sein. Also Ja. Nintendo. So, Nintendo. Ich mache bei mir auch die Musik noch mal kurz aus. Ja, wäre wahrscheinlich auch gut. Hier Schaue ich tatsächlich mal kurz Mario rein. Kart Deluxe. Einmal die Musik aus. Ich schneide die Stelle dann einfach raus, wo wir das gucken. Würde ich Also da sagen. finde ich halt schon mal gut. Wie gesagt, es gibt Arenen. Das freut mich, weil diese Art, wie Mario Kart 8 es halt gehandhabt hat. Und es gibt die Feder. Okay. Kern sind. Und es gibt den Boohoo wieder als Item. Mensch, den hat man ja seit Mario Kart DS, glaube ich, nicht mehr gesehen. Das war dann ja Buchu. Und es gibt die. Okay, es gibt die Splatoon-Charaktere zu spielen. Oh, das ist natürlich irgendwie cool, ja, doch. Unten ist Splatoon Arena als Battle Arena. Ja, auch cool, ja. Nehme ich gerne. Das ist auf jeden Fall nett. Also ich glaube, dann werde ich mir, wenn ich mir Mario Kart hole, auf jeden Fall nicht die Wii U-Version holen. Nee. Sondern dann, wenn ich mir irgendwann in 10 Jahren die Switch leisten kann, hole ich mir die Switch-Version. Ja, aber es sieht halt auch aus wie Mario Kart 8, ne? Aber original. Es ist halt, Es ist Mario ja, Kart also es 8. sieht halt auch nicht aus, als wäre da jetzt so groß was grafisch verbessert worden. Mario Kart 8 sah halt auf der Wii U auch schon einfach geil aus. Ja. Da kann ich Ja. mir vorstellen, dass das halt vielleicht Oh, noch das in dem Deluxe Sinne ist. aufgebessert wird, dass das, obwohl, ich weiß gar nicht, lief das auf der Wii U mit 1080p in 60 FPS oder nur mit 720? Da ich wirklich gerade gar keinen Plan. Aber ich glaube. Oder 1080p 30? Nee, ne? Ach, keine Ahnung. Also das Spiel an sich lief auf jeden Fall in 60 FPS, außer im Vier-Spieler-Modus. Beziehungsweise ab 3 Spieler hatte man halt keine 60 FPS, sondern nur noch 30. Vielleicht ändern sie das ja noch irgendwie. Würde mich freuen. Aber ja, ist ein schicker Trailer. Auf jeden Fall. Finde ich halt nur schade, dass sie es nicht während der Präsentation gezeigt haben. Ja, warum auch immer, ne? Also, Ja. gerade die 2 Minuten, die hätte man ja locker drin gehabt. Ja, das definitiv. Hätte man noch, keine Ahnung, nach Breath of the Wild vielleicht noch reinpacken können oder so. Ja, so als, ach, wir haben doch noch was, so. Also, das hätte ich zumindest mehr verstanden, weil bei Mario Kart hat man halt wirklich noch nicht so viel gesehen. Aber, okay. Ja, Mario Kart 8 Deluxe, hab ich Bock. Hab ich richtig Bock. Aber ein Dings ist jetzt nicht gezeigt worden, ein Release-Date, ne? Oder ein ungefähres. Also laut dem, was ich gelesen habe, 28. April. Ja, April. Ja. Okay, ist gekauft. Ein Monat später. Und ich denke mal auch, dass die Deluxe-Version wahrscheinlich auch alle alten DLC-Strecken und Charaktere beinhalten wird. Denke ich mir auch, ja. Also das sollte schon so sein. Ja, warum auch nicht, ne? Jo. Stimmt, worüber wir noch nicht geredet haben, die Nintendo Switch kostet so 300 €. Ist ein guter Preis. So vollkommen, also ja, Standard würde ich ja fast. Ja, ich überlege gerade, Standard sind ja nicht wirklich. 300 bis 350 Euro sind halt in Ordnung. Ja. Echt? Also, Also die 400 PS4 Euro zum wäre halt Beispiel. komplett Schwachsinn. Ja.
Es ist aber auch tatsächlich der gleiche Preis wie damals bei der Wii U. Ne? Ja, stimmt. Aber ich sag mal so, ja, also ich sage jetzt mal einfach mein Bundle. So, du holst dir die Switch, du holst dir noch einen Controller, sagen wir mal 40 Euro dafür. Dann holst oder diesen Pro, also den Pro-Controller, und du holst dir The Legend of Zelda, dann bist du bei 380 Euro. Ist eine saubere Sache für zwei Controller. Oder ja, doch, für zwei Controller und ein Spiel dann dazu und die Konsole halt. Ja, doch. Warum nicht? Und die Briten beschweren sich, dass es 279 Pfund kostet. Ja, ich weiß. Wow. Alter, richtig geizig. Ach ja, geil. Haben wir über noch irgendwas nicht gesprochen? Am 3. Schau grad März, ja, am mal. 3. März kommt die Konsole schon raus. Das heißt, in nicht mal 2 Monaten. Oh, mit Zelda zusammen. Mit Zelda zusammen, ja. Aber vielleicht wird es da auch nochmal ein. Ich meine, wenn sie jetzt so Mario Kart ankündigen, kann ich mir vorstellen, dass sie noch einen Bundle extra ankündigen. Jo. Das glaube ich auch. Weil. Wahrscheinlich dann auch wieder ein Mario Kart Bündel und sowas. Ja, nee, ich meine direkt Release Bundle mit Zelda nochmal. Dass da Ach so, ja, das nochmal. auf jeden Fall. Dass da nochmal extra was kommt. Dragon Quest kam auch noch. 10 und 11. Ja. Für die Switch. Dennoch Dragon Quest Heroes 1 und 2. Aha. Es wurde ein Street Fighter gezeigt, wo ich aber nicht ganz verstehe, was das für ein Teil sein soll. Weil der ja schon irgendwie komisch aussah. Ja. Bomberman wurde gezeigt. Ja, who cares? Wie gesagt, Sonic wurde gezeigt. Rayman Legends kommt dann auch noch Rayman mal. Legends, ja. Okay, Rayman Legends habe ich aber tatsächlich noch nicht. Ich habe es aber mal angespielt und das ist ja einfach mega geil. Ja, das stimmt. Puh. Ja, sonst ist eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Außer, dass die Präsentation von Zelda ein bisschen albern war. Die Art und Ja, Weise zumindest. das war halt mega anstrengend. So, du bist halt ewig lang wach, dann schieben sie das erst so komplett zum Ende hin und dann sagen sie dreimal, ach, wann kommst du denn raus? Ja, ach, du musst den fragen, dann musst du den fragen, dann musst du den fragen. Und am Ende sagt so der Typ auf der Bühne, in einem Trailer. Ne. Herr Steep kommt auch. Ja, Steep Das kommt natürlich Wintersportspiel auch. von Ubisoft. Habe ich ja schon für einen PC, macht ja mega Laune. Für Ah. unterwegs, ja, warum nicht so? Es sah jetzt auch nicht viel anders aus, finde ich. Ne. Aber Minecraft, okay, aber. Story Mode und eine Switch-Version. Ja. Ja, dass Minecraft irgendwann auf die Nintendo-Geräte kommt, war ja irgendwo klar. Auf das Wii U ist es ja schon seit ewigen Zeiten verfügbar. Dann Fast Racing Neo, wie es aussieht. Was war denn Fast Racing Neo nochmal? So ein bisschen Wipeout-mäßig. Achso. Ja. Genau. Schnelle Spiele habe ich immer Bock drauf. Die Nintendo. Ach ja, stimmt. Es wird ja schon eine andere Farbkombi geben. In Rot und Blau, was ich persönlich mega hässlich finde. Es sieht halt ein bisschen aus, als hätten die Kinder das durcheinander gewürfelt. Ja, ohne Witz, ey. Ich habe einen Also. von den Controllern verloren. Ja, ohne Witz, da hätte ich mir noch mal so eine in so einem Weinrot zum Beispiel, so Metallic Weinrot irgendwas vorgestellt, wenn sie eh schon so viel Rot verwenden. Aber dieses Blau, das passt halt null dazu. Das ist halt so komplett random. Ach ja, dann machen wir halt Na? den Controller blau. Warum? Ja, warum nicht, ne? Und ich finde halt ganz gut, dass die einzelnen Dinger, die, ah, jetzt habe ich schon wieder J-Con heißen die, Joy-Con, nee, ja. Joy-Con, Joy-Con, dass die richtig. dann noch so einen kleinen Aufsatz haben für die Schultertasten. Ja. Weil das sonst echt noch mehr Krebs wäre, die zu drücken. Ja, wahrscheinlich. Aber wir haben auch schon gesehen, in dem auf der Bühne hat der Herr ja die Joy-Con-Controller gehalten und das sah schon ja schwierig aus, sag ich mal.
Ja, das sind halt einfach nur echt so eine Controller für kurze Partien, weil wenn man jetzt da wirklich stundenlang mit Freunden spielen würde, da hätte man irgendwann der am Krampf in der Hand. Das Ding für unterwegs soll auch 3 Stunden laufen. Reicht. Also für mich persönlich gesagt, reicht's locker. Ja, nicht locker, aber es reicht halt komplett aus, weil ich zocke halt keine 3 Stunden am Stück. So. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, in der Bahn oder im Flugzeug ist, da hat man eigentlich öfter auch Steckdosen. Wenn man dann länger unterwegs ist, dann geht das eigentlich auch. Ja, deswegen. So, wir haben es mittlerweile 6:30. Ja. Ich habe, Würde ich sagen. wir beide haben jetzt noch ordentlich Berufsschule vor. Dann habe ich noch Dialyse vor mir. Das wird ein richtig lustiger Tag auf jeden Fall. Ruhe. Alter Vater. Bei mir steht dann noch AGDQ an, wo ich dann noch ein bisschen Crash 2 mitkommentiere. Stimmt, du hast, wie gesagt, Streamer-Wochenende ab frei, also ab jetzt, ab heute. Genau. Boah, das wird richtig lustig noch, ey. Dann Das wird schaue ich herrlich. mal, vielleicht mache ich sogar noch, vielleicht nehme ich den, vielleicht mache ich das als Podcast, hat ja überlegt, und mache dann aber mit den Leuten, mit denen ich schon den Nintendo Switch Podcast gemacht habe, dann nochmal eine extra, you know what I mean. Eine Eine extra extra Talkrunde, wo Runde. man nochmal alles Ja, genau, und schneide das dann auffrischt. einfach zusammen. Boah, ich komme mir jetzt schon vor, als. Ey, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ne? Ja, ich würde noch sagen, dass Ja. denn das erstmal war. Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde geredet über eine Präsentation, die eine Stunde ging. Genau. Oder anderthalb Stunden fast. Ist in Ordnung. Also, wir sind. Ich würde sagen, nicht mehr ganz so gehypt auf die Nintendo Switch, aber auch nicht wirklich abgeneigt, denn das Gerät hat wirklich, ja, das macht doch Bock irgendwie. Ja, hat ein paar gute Spiele parat, auf die ich mich auch freue. Ja, es wurde auch gesagt, 60 Spiele sind in der Entwicklung im Moment, das ist 80. 80, Entschuldigung. Das heißt ja auch, dass erstmal für etwas Abwechslung gesorgt ist, zum Glück. Ja, also ich denke mal, für 2, 3 Jahre wird auf jeden Fall schon mal genug da sein. Ja, dann sind halt auch Anspiel-Events in allen möglichen Sachen, in allen möglichen Ländern. Dann LA, Paris und London. Und halt hier auch, aber das ist eher so Deutschland, YouTube-mäßig. ja genau, in Deutschland, aber nur mit Einladung irgendwie. Genau. Schade eigentlich, aber okay. So, ich schau gerade noch mal, ob es doch noch mal irgendwas Neues gibt. Aber es sieht erstmal aus, als wäre Mario Kart die letzte Ankündigung gewesen. Ja, also spätestens im April hole ich mir dann die Switch. Ja, ist halt die Frage, ob ich dann warte, weil ein Monat später wird da nicht viel am Preis gemacht worden sein. Aber so hätte ich dann auch nur Zelda und Mario. Müssen wir mal schauen. Jo. Ah, Aber gut. ja. Ah, und ganz kurze Sache noch. Ja. Es gibt einen Knopf an der Switch, womit man Videos aufnehmen kann. Ja, stimmt. Das haben sie ja auch noch gesagt. Sehr gut. Das war nämlich das, wo ich im Vorüberlegen gesagt habe, ja doch, das wäre nochmal eine schöne Sache, wenn sie doch ein bisschen das Aufnehmen einfacher machen würden. Also man kann es dann halt auf Social Media teilen und so. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? So. Jo. Schon mal ein guter Schritt. Richtig, die machen es einfacher, von der Switch aufzunehmen. Das ist eine gute Sache in die richtige Richtung. Ich würde sagen, wir haben jetzt etwas über eine halbe Stunde gelabert. Das heißt, wir sind erstmal raus. Von mir hört ihr wahrscheinlich dann später nochmal was. Aber Jawohl. wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal irgendwann irgendwie zusammensetzen. Weil Auf jeden Fall. hat doch Laune gemacht. Das auf jeden Fall. Auch wenn wir uns jetzt erst einmal getroffen haben, so. Ja, das stimmt. Ja, und die Uhrzeit, na gut, ne? Ja, die Aber Uhrzeit.
Das Gute ist, um 5 hätte ich so oder so aufstehen müssen, von daher die eine Stunde früher macht er jetzt auch nicht den Kohlfett. Aber ich denke mal, spätestens so Crash Bandicoot Remaster werden wir uns auf jeden Fall irgendwie nochmal hören. Das auf jeden Fall. Weil da Die sind wir ja Spiele wären beide super. ordentlich hinterher. Ich sag auf jeden Fall schon mal im Podcast Tschüss, ciao und auf Wiedersehen für diesen Part. Und haut rein, Leute. Moin Moin und hallo mal wieder zu einem Podcast. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Schon wieder einen Nintendo Podcast. Aber warum auch nicht? Heute habe ich mal natürlich mal wieder den Manta mit dabei, wenn's schon um Nintendo geht. Tag. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal dabei sein darf. Ja. Nachdem sich so viele Leute gemeldet haben Genau. und mir Geld dafür bezahlen wollten. Genau. Ja, warum wir schon wieder über Nintendo reden wollen. Nintendo hat jetzt mittlerweile alle Hüllen fallen, oder nicht alle, aber jetzt doch schon mal die großräumige Struktur für 2017 präsentiert. Für die Switch. Hardware-spezifisch ist da tatsächlich noch nicht so viel gekommen. Also wir wissen immer noch nicht so viele Details, was die Grafikkarte angeht und alles Mögliche, was in der Switch so richtig steckt. Also das haben sie tatsächlich wieder schön ausgelassen. Aber okay, das ist natürlich auch eher der langweiligere Kram, weil im Endeffekt interessieren einen ja so ein paar die Sachen, die die Konsole so kann, außerhalb der in ihr steckenden Hardware, sage ich mal. Und zwar, wir reden heute über die Games, die rauskommen, aber auch, wie gesagt, über alle Details, die die Konsole so größtenteils hat. Und ja, also erscheint mir das Ding auf jeden Fall am 3. März. Würde ich erstmal sagen, ist ein guter Termin. Ist doch schneller als man erwartet hätte. Fast schon. Ja, obwohl gerade die Präsentation gerade erst so kurz ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Am 3. März als Launch-Titel werden. Ach, fuck. Ich habe mir jetzt alle möglichen Titel aufgeschrieben, aber welche am Launch-Tag dabei sein werden. Natürlich das große Aushängeschild der Switch wird natürlich Zelda sein. Ja. Reden wir vielleicht dann gleich drüber. Aber was ich ganz interessant finde, Skylanders kommt raus dafür. Finde ich irgendwie mega geil. Weil das heißt nämlich auch, dass ein Crash Bandicoot teilweise rauskommt. Weil der ist ja auch in Skylanders drinne. Finde ich irgendwie ziemlich witzig. Ist aber auch nicht so dein Ding, Skylanders, oder? Ich hab Skylander mal. Ich hab Skylander, so ist es nicht. Also ganz von Anfang an, das allererste habe ich mal gespielt gehabt, habe auch die ersten drei Helden. Und da habe ich einfach im Prinzip, ich bin nicht ganz so viel aufschauen, habe ich nur ein bisschen gespielt gehabt, das ganze Spiel auch durchgespielt. Der Endboss war das Schwerste. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde für einen so utopischen Endboss eigentlich, weil er keine HP verloren hat. Dann hätte ich die drei Figuren von meiner Frau nicht gehabt, hätte ich noch gar nicht gekillt kriegt. Ja, ist doch geil. Und abartig war's, abartig. Ja, dann natürlich unser großer Titel Just Dance. Also, wenn wir darauf nicht abgehen. Also Ja, fuck that. Just Dance kann ich mal eigentlich genauso vorstellen, wie es bei der PlayStation ist. Ne? Du hast den Knüppel da in der Hand, was halt doch bei der lieber bei der Xbox, ne? Xbox bleiben sollte mit der Cam, beziehungsweise gut, mittlerweile kann es auch sein, dass die PlayStation danach gezogen hat mit der Cam, weiß ich nicht, weil man hat es nur Nee, für die nee, nee. Xbox. Weil du hast einfach nichts in der Hand. Controller in der Hand, tanzen, ich weiß nicht, ob das immer so toll ist. Es könnte, ach, wenn du nicht laufen hast, es könnte aus der Hand fliegen. Ja, ich glaube aber für die PlayStation benutzen wir auch die Move-Controller mittlerweile.
Aber ganz ohne geht's noch nicht. Aber ich finde tatsächlich zu der Xbox-Variante würde ich die Switch-Variante der PS4-Variante wiederum nochmal vorziehen. Einfach weil die Controller ja kleiner sind. Klar, man hat zwar Dann. ja mehr in der Hand, das ist klar. Aber ich will halt, wenn ich das Spiel spiele, halt nichts in der Hand haben, weil ich einfach frei sind von Controller oder sonstigem. Und das hat auch Ja, dann schon. Ah, ja das gut, geht noch. ist Nicht jetzt das aber Thema. wahrscheinlich auch nicht. Ja, ist wahrscheinlich nicht unser Spiel. Ja. Dann Bomberman kommt raus. Finde ich witzig, aber Bomberman soll wahrscheinlich dann eher dazu dienen, auch diesen Multiplayer-Aspekt ein bisschen zu zeigen. Ne? Genau. Also gerade mit den kleinen Controllern und alles an einem Tablet. Ja. Ich sag mal so, wenn es kein Vollpreistitel wird. Ja, ich Da, hab. da, das ist halt die Frage, ne? Wird Super Bomberman dann auch 50, 60, 70 Euro kosten? Ja, Weil das wäre echt eine harte Nummer. mich würde zum Beispiel jetzt ein Tick wenig interessieren, ne? Ich war nie so der Bomberman-Fan oder so. Nie Nee, gewesen. war ich auch nicht, aber ich weiß nicht, gerade so kleineren Sachen wie Handy-Tablet-Spiele oder jetzt auch auf der Switch. Finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache immer. Aber so richtig Bomberman-Fan war ich auch nie. Als letztes am 3. März wird dann auch noch One-Two-Switch erscheinen. Ist eine Spielesammlung, soll auch die kleinen Controller wahrscheinlich in ihrer vollen Pracht zeigen. Ist eine Minispielsammlung ähnlich wie Wii Sport und das, was halt auf der Wii U rauskam. Wie hieß das denn nochmal? Fuck. Ich weiß nicht, Ja, wo du auf jeden drauf Fall anspielst. dieser typischen Minispielsammlung. Kennt man ja. Man kann dann irgendwie Schwertkampf machen mit den kleinen Controllern. Man kann so eine Art Revolver-Duell machen, was ich ganz witzig finde. Ja, finde ich auch sehr witzig, dass das zur Switch ist ja, glaube ich, mit integriert sein, ne? Also diese kleinen Minigames. Echt? Okay. Also so hätte ich es jetzt mal verstanden. Ja, wenn es nicht so sein soll, ist halt wieder die Frage, wenn es ein Vollpreistitel wird, wird das Ding übertrieben untergehen. Ja, Also so richtig. weil das ist ein, eigentlich nur so kleine Minispiele, würde ich sagen. Es Wenn, ist halt eine Demo. klar, und Mehr ist gut, es nicht. es ist ja noch nicht fertig, ne? Also es ist ja nur mal jetzt vorgestellt werden, was mit dem Controller halt möglich ist. Ja, aber pass auf, dafür dann 60, 70 Euro zu bezahlen, ist halt eine harte Hausnummer, ne? Klar, deswegen ich gehe stark davon aus, dass es nur mal so ein 30, 40 € Titel wird mit mehreren kleinen Spielen drin, wie es bei Wii Sports oder jetzt fällt mir der Name genauso nicht in. Aber Ja, du dieses weißt, was andere ich meine. Wii U. Ja, das Wii U-Ding halt. Genau. Dass es dort drauf hinausläuft, gehe ich stark davon aus. Weil alles andere würde gar keinen Sinn machen. Dann war es das tatsächlich für den 3. März schon, aber im März soll wohl, aber das noch nicht direkt angekündigt, also später im März soll dann noch Snipper-Clips kommen. Ich habe keine Ahnung. Doch klar, ich habe davon ein Video gesehen. Es soll irgendwie ein Puzzle-Adventure sein. In dem Level, was ich gesehen habe, musst dir vorstellen, du spielst zum Beispiel zu zweit und die jeweilige Figur hat eine ganz komische Form, so ein Oval, was aber dann noch ein Stück abgeschnitten ist, was halt so eckig oben ist. Und dein anderer Kollege sieht halt genauso aus. Die Dinger kannst du dann drehen und dann musst du zum Beispiel ein Stück von deinem Charakter rausschneiden, dass du zum Beispiel einen Basketball in den Basketballkorb reinbekommst. Klingt mega kompliziert. Kann man sich aber auch mal anschauen. Sieht irgendwie witzig aus. Könnte aber auch untergehen, wenn es ein teures Game wird. Ja, Tatsächlich. das wird meistens so sein. Has-Been Heroes habe ich gerade leider keinen Also Plan. was auf jeden Fall nicht untergehen wird, denke ich mal, ist Skyrim, was da kommt. Das wird wahrscheinlich nicht untergehen. Wie Mar auch Mario Kart, das wird alles nicht untergehen. Das sind ja Top-Spiele.
Obwohl Skyrim eigentlich schon ziemlich alt ist. Ne? Ja, wann ist das rausgekommen? 2011? Ich glaube. Ja, ich glaube so spät, ja. Es ist schon ein altes Spiel, aber halt nur komplett neu rausgebracht, extra nur für die Konsole. Ich bin mal gespannt, wie sehr sich das doch ja, verkaufen lässt. Spielerisch, ja, denke ich, wird gut sein. Ne? Ja, also das, was man ja gesehen hat, zum Beispiel bei dem Trailer, wo der da die Kontrolle, also wo der zum Beispiel je eine Waffe irgendwie in einer Hand gehalten hat mit den Controllern. So wie ich das. Ach nee, Quatsch. Was ja, doch. Denn da? Doch, vor allem eine, ja, genau. Eine rechte. Das war vorher genauso auf dem Rechner, hast nur linke Maus, das rechte Maustaste halt gehabt. Im Moment. Ja, also gerade unterwegs habe ich ja von recht vielen nochmal gelesen, gerade in dem Chat. Dingern, da fanden viele doch geil, dann die Idee zu haben, Skyrim unterwegs mitzunehmen. Ja. Weil das geht nun mal bei PS4 so gern man es doch hätte nicht. Das geht sau gut mit der PS4, mal unter den Arm geklemmt und mal da durchspaziert. Ja, nee, das wird halt jetzt ein Riesenvorteil halt von dieser Switch sein, wie wir es ja schon beim letzten Podcast gesagt haben. Das ist halt drei Optionen hat. Es hat einfach eine Standoption, dann hat es eine Mitnehmoption, du kannst währenddessen halt spielen wie ein Handheld und du hast halt einfach noch zusätzliche Optionen, wenn du es mitnimmst oder so oder jemand direkt zu dir kommt, du hast automatisch von Anfang an zwei Controller. Ja, ja, das ist halt immer geil. Die Frage ist halt auch, wie lang oder die Frage ist dann halt, wie gemütlich die Controller so in der Hand liegen. Also ein Stündchen wird vielleicht gehen, aber länger denke ich mal eher nicht. Gerade bei Mario Kart 8, da kriege ich ja schon Krampf beim Nintendo 3DS. So. Ja gut, wir haben ja mit dieser Schlaufe hast du ja ein bisschen vergrößert. Ich denke mal, da wird es ein bisschen besser in der Hand liegen. Vor allem der linke Stick wird, glaube ich, viel, viel besser in der Hand liegen als der rechte, weil der linke Stick ist ja, also vom der Bewegungsstick, ja, ist ja, ja ziemlich außen, ja, was auch gewöhnt bist. Das, was so beim rechten natürlich nicht ist, der ist ziemlich weit in der Mitte. Und der Tasten, ist ein Stück in der Mitte, ja, ja, stimmt. Und die Tasten liegen halt ziemlich nah an dem. Ne? Ja. Und da wird es wahrscheinlich ein bisschen ungemütlicher. Dann heißt halt, ja, man muss halt mal tauschen, die Controller, ne? So nach einer Stunde oder halben, je nachdem. Vielleicht ist es auch doch bequemer, als man vielleicht jetzt denkt. Aber ich glaube es nicht, weil doch die Hand ziemlich nahe hascht. Ja, kann natürlich sein so. Also ich bin da immer für Überraschungen offen, sag ich mal. Ich habe gerade mal geguckt, was Has-Been Heroes ist. Gibt es nämlich auch auf Steam. Wird da als Action-Indie-RPG-Strategie, also rundenbasiertes Strategiespiel, RPG-Strategiespiel angezeigt. Ja, ich sag mal so, dort kostet gerade nichts, weil, ach nee, hier auch verfolgt, also es kommt dann auch gleich mit auf dem PC raus. Okay. Verfügbar 2017 im März. Ja, interessiert mich jetzt persönlich auch nicht. Dann natürlich endlich ist der Tag gekommen, der 28. April. Mario Kart 8 Deluxe. Ah, das wird so mein Spiel für die Wii wahrscheinlich, für die Wii, für die Switch. Habe ich richtig Bock drauf. Du wahrscheinlich auch. Jo, also Mario Kart habe ich eigentlich immer gerne gespielt. Zwar immer schnell durchgespielt, aber... Aber gegen andere zu spielen ist doch dann ein bisschen schöner. Ich habe auch bei der Wii U Club hatte ich auch mal online gespielt gehabt, ein, zwei Runden, aber nur das lockt mich nicht so, als wenn jetzt irgendein Kumpel oder so da ist und mit dem dann gegeneinander macht. Das finde ich halt immer noch besser als ja, das auf jeden Fall. Wild gewordene Leute, die da draußen rumfahren. Ich habe mal geguckt, was so alles in dieser Deluxe-Version drin ist.
Also, natürlich alle DLC-Pakete von der Wii U-Version. Plus neue Charaktere, zum Beispiel das Inkling Girl, also von Splatoon. Einmal das Girl und der Boy. finde ich, ja, war irgendwie klar, dass sie irgendwann dazukommen. Ist natürlich die große Marke von Nintendo, die neue. König Buhu finde ich mega geil. Die Frage ist, ob sie. War König Buhu ist ja nicht das erste Mal in Mario Kart, der war ja schon mal dabei. Ja, der Oder war nicht? dabei. Lass mich überlegen. Ich glaube im Nintendo DS-Teil. Oder nicht? Ja. Oder Wii. Nee, Kann er. bei der Wii. Wii war auf jeden Fall dabei. Aber auch, glaube ich, beim DS-Teil auch einmal dabei gewesen. Die Frage ist, wird das ein schwerer Charakter oder ein leichter? Ne? Es ist ein schwerer Charakter. Okay, cool. Ich finde schwere Charaktere immer geil. Weil der König Buhu ist ja Ist der dimensional fette, ne? groß. Ne? Er Ja. ist ja, glaube ich, ein Tick kleiner als Bowser, aber trotzdem in dem Moment groß. Buhu war auch bei Mario Tennis dabei. Oh ja, oh, Mario Tennis auch mega geil. Da war auch dabei. Dann mein Main-Charakter auf dem. Fuck, wo war das? Entweder auf dem DS oder 3DS, Knochentrocken, fand ich immer mega geil zum Spielen. Ja, meistens Und bin ich mit Mario gefahren. Außer jetzt hier bei Mario Kart 8 für die Wii U bin ich Link gefahren. okay. Und Bowser Jr. Ja, gern Also er spielen ist wir, schon ne? ein paar Mal oft vorgekommen. Also das ist jetzt mal wenig was Neues. Dann neue Strecken und der Battle-Modus wird nicht mehr auf den normalen Rennstrecken gefahren, sondern der Battle-Modus wird wieder schön in Arenen geführt. Ah, das ist gut. Und das ist geil. Ja. Und ich hatte es nämlich bei Gaming Clerks auch gesehen, wo die das gestreamt haben, das Nintendo Treehouse Event, wo auch Mario Kart da angetestet wurde und eben auch dieser Arena-Modus gezeigt wurde, und das sieht schon richtig geil aus. Also da kamen auch alte Strecken wieder neu aufgelegt, so diese vom SNES, das Mario Kart, da wurden Strecken neu aufgelegt und das sah halt richtig geil aus. Ja. Ja, Neue Item. ich finde sowieso eine Battle Arena viel, viel interessanter, als wirklich die Strecken zu benutzen Ja, von Mario Kart. die Strecken machen halt auch im Battle gar keinen Sinn, weil du fährst ja nicht die Runden so Ja, genau. komplett. Entweder fahrst du entgegen oder du fahrst halt mit. Es macht echt keinen Sinn. Entweder fahrst du beide im Kreis oder so immer, ne? Mit Absicht oder keine Ahnung. Ich fand es halt zwar was anderes, aber halt schlecht. Du hast müssen der Gegner war die halt mit versucht zu verfolgen. Ist halt schlecht. Wurde halt bei der Battle Arena, die ziemlich quadratisch, kann auch rechteckig sein, wie es halt mal früher war. Da komme ich viel einfacher an den Kontrahenten halt an. Interessant ist auch, bei der Battle Arena wird Splatoon auch wieder eingebaut. Es gibt nämlich eine Splatoon Battle Arena. Finde ich auch ganz geil. Ja, die Nintendo versucht halt von anderen Spielen, also Mario Kart ist ja ein Game, wo du so viel reinbringen kannst, dass wir versuchen es hier von anderen Spielen Elemente einfach reinzubringen. Ja, ist ja wie bei Super Smash Bros. So. Genau. Da wird auch jeder Charakter, den Nintendo hergestellt hat, einfach mal reingeballert. Seit dem Super Smash Bros. Brawl. Ja, was war denn? Mini war doch das erste, oder? Ich glaube ja. Für welche Konsole war das nochmal? Welche die Brawl? Fuck. Mini, das erste war doch für. Die allererste, Fuck. meinst du? Ja, war für Für N64? nee, für GameCube. Ja, für GameCube, stimmt. GameCube war das Ja. allererste Super Smash Bros. Gewesen. Wo schon Link, Mario, Zelda und so dabei waren. Donkey Kong, Es war Bowser. aber auch richtig geil. Ja. Ach ja, Samus. und zwei neue Items kommen auch noch. Und zwar gibt es den Geist-Ball.
den Geistspieler, also der von Die den Items anderen klaut. Spielern die Items klaut, finde ich mega geil. Was wir Und unbedingt mal reinbringen müssen, eine ja. einzige Sache. Wenn du Erster bist, ja, du kriegst immer Bananen. Oder. Ja, obwohl bei Mario Kart 8 haben sie das eigentlich schon ganz gut hinbekommen, dass du ab und zu mal die Tröte bekommst und alles. Jo, du, immer wenn du Erster bist, du bekommst immer nur Scheiße. Das ist auch blöd. Ja, aber das hat ja Gummibandeffekt dabei, weißt Jo, es ist halt doof, ne? Aber du könntest auch mal einen ruhigen roter Panzer bekommen, falls sich jemand überholt, dass du dann direkt die Chance wieder hast. du. Also ich bin ja immer gefahren, hab immer die Banane hinten liegen lassen. Also hinter mir herschleifen lassen, falls ein roter Panzer Naja. kommt, dass er gerade weg ist. Ne? Ja, gerade wenn du zum Beispiel lokal oder halt in einer privaten Lobby spielst, ne, stell halt immer furiose Items ein, weil dann ist halt die Chance höher, dass du halt rote Panzer und halt andere Sachen bekommst, mit denen du auch mal was abwehren kannst. Hilft wirklich. Und als letztes neues Item ist die Feder. Was war denn nochmal die Feder? Was hat die denn nochmal Springen. gemacht? Das war beim Ah. allerersten Mario Kart gewesen. Da konntest du, es war eine Geistermap gewesen, da konntest du mit der Feder, wenn du es richtig getimed hattest, konntest du Abkürzungen nehmen. Ach ja, stimmt. Ja. Aber du musst es halt richtig timen. Oder halt gerade bei den Battlen, dass du über die kleinen Mauern im Prinzip springen konntest. Ja, stimmt. Oder Ja, Panzer okay. ausweichen konntest. Was dann so lustig war. Ja, okay, ja, es kommt wieder, es kommt wieder, ja. Ja, Mario Kart, ne? Wird man vielleicht noch öfters was von uns hören, habe ich gehört. Jo, oder sehen. Ja, wenn man weiß, wie man es einfach abgreift, die Nintendo Switch. Genau. Aber ich glaube, das wird nur 2, 3 Tage dauern bis nach Release-Tag. Und dann gibt es dafür schon hunderte von Tutorials, wie man sie abgreift. Klar. Bin ich mir. Ist ja mittlerweile immer so. Dann im Frühjahr 2017 sind wieder mal 4 neue Titel angekündigt. Ich fange mal mit dem unspektakulärsten für mich persönlich an. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Disgaea. Oder Disgay? Keine Ahnung. Ich sag mal Disgay 5. Disgay. Ich. I have no idea, I'm so bad. keine Ahnung, interessiert mich leider null. Punkt. Was mich für mich eine kleine Frage stellt, ob vielleicht eventuell sogar Kingdom Hearts kommt. Für die Switch? Ja. Hm. Ist so eine Sache, ist nochmal ein PlayStation-Spiel, ne? Ja. Aber da halt, ja. Es sind, ich weiß nicht, ob Nintendo alle Dritte genannt hat, ne? Oder gerade nur die, wo gerade bekannt sind, so die kurzen, ne? Wie Sega, Square Enix, ob es da vielleicht nicht noch mehr wird. Ja. Okay, ich habe gerade noch mal geguckt. Das heißt Ah. Disgaea. War mal ein PlayStation-Spiel und Disgaea 5 gibt es mittlerweile seit 2015 auf PlayStation 4. Wird aber wahrscheinlich dadurch jetzt auch nach Deutschland oder nach Europa gebracht. Wird auch wie Mario Kart Deluxe mit allen DLC scheinbar sein. Ja, für Japano-Leute, ne? Jo. Bin ich nicht, aber ich glaube, die werden da ihren Spaß dran haben. Xenoblade kommt ja auch, das zweite. Das hatte ich aber, ich wollte es mal irgendwie, glaub, spielen, hab mal aber angeguckt, aber es hat mir im Endeffekt eigentlich doch nicht gefallen. Xenoblade kommt aber, wurde nur für 2017 angekündigt, Ja, also mehr nicht. klar. Dass es noch nicht fertig ist, ist klar, oder dass es vielleicht sogar 2018 kommt. Nur, es soll halt kommen. Es soll Ja, ja es soll kommen. insgesamt 80 Spiele haben sie ja mal vor. 80 Spiele sind im Moment in Entwicklung bei 60 Entwicklern, so wie ich verstanden Genau. habe.
Ja, klingt auf jeden Fall schon mal mehr wie bei der Wii U über die ganzen Lebensdauer. Jo, auf jeden Fall. Eindeutig mehr. Ja, sie haben halt die Switch halt eindeutig besser gemacht. Was halt so genial ist, das haben sie auch so schön erklärt. Sie haben die Switch im Prinzip kombiniert von allen Konsolen. Ja, aber da kamen auch ein paar Argumente, wo ich mir sage, ernsthaft, so, wow. Ja, Also es. zum Beispiel bei GameCube, da war das Krasseste beim GameCube die Schlaufe. Really, Ja, die der Schlaufe. Griff hinten. Wow, Ja, der arme GameCube. er war halt besser dann zu tragen, obwohl er nur steht. Da Hans ist halt noch, wie hat er noch so schön gesagt, da war es ja schon angedacht, ihn immer mitzunehmen, aber es war im Prinzip zu früh. Ne? Ja, das auf jeden Du Fall. brauchst ja immer einen Fernseher. Und was bringt es dir dann, den mitzunehmen, wenn du keinen Fernseher hast? Ne? Boah, Der Ansatz es kommt war nicht wieder. verkehrt. Es kommt bei mir wieder der Noob raus, weil ich kenne mich mit den Release-Daten von den Nintendo-Konsolen nicht so aus. Aber wann kam denn der GameCube ungefähr? Lass mich Weil überlegen, ich. der war. Ach ja, hier 2001. Ah. Und am 3. Mai 2002 kam er in Europa. Das war noch was, ey. Fast ein halbes Jahr gewartet auf eine Konsole. Hammer. Da weiß ich noch, da habe ich ein super Schnäppchen gemacht. Echt? Ja. Okay. Die hat ja die ganze Zeit 200 gekostet gehabt. Dann hat sie Ja. war nachts, einen Tag davor. Ja. Werbung Mediamarkt gewesen für 99 Euro. Und da habe ich gesagt, Mama, Papa, können wir so holen? Haben sie gesagt, jo, machen wir. Dann sind wir Mediamarkt gefahren. Die letzte, also hat nur noch eine Game, es waren direkt um 9 oder 9:30, wenn er aufgemacht hat, waren wir direkt vorne dran. Okay. Bin direkt zur Konsole, hat nur noch eine da gestanden. Hammer den unter den Nagel, also unter den Arm geklemmt, dass man ja nicht jemanden wegnimmt. Da hat aber noch der alte Preis reingestellt mit 200 Euro. Und dann hat mein Vater, ist er hingegangen, ah ja, gestern Abend war die Werbung gewesen, 99 Euro ab heute. Und der Verkäufer hat es zufällig auch gesehen. Er hat es auch gar nicht gewusst. Hat es auch zufällig gesehen gehabt, da hat er gesagt, ja, kein Problem, ich habe es auch gesehen. Erklär das noch einmal kurz ab. Und ja, das Beste war aber, es gibt für unten drunter diesen Gameboy-Adapter. Ja, stimmt. Ja, der hat, glaube alleine auch nochmal so 40 Mark gekostet, oder Euro war es, glaube ich schon. Euro mit Sicherheit. 2002, Ah, ja, du Euro. machst Euro, ja. Hat glaube 40 Euro schon gekostet, zusätzlich. Nur bei der GameCube war das Ding in dem Moment dabei. Somit habe ich Lol. die GameCube und den Game Boy Adapter für 99 Euro bekommen. Oh, das ist ja echt Und der übel. Verkäufer hat es nicht gemerkt. Ja, dann schöne Grüße, ne? Weiter geht's im Frühjahr übrigens mit Tetris. In, Tetris. aber, ja, aber Tetris mit. Alter, das ist ja so ein Japano-Spiel, ne? Ich raste hier gleich aus. Puyo Puyo. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie von dem Spiel gehört. Ich habe danach mal gegoogelt, was sie ein bisschen aus diesen Candy Crush-Dinger. Also, das wird irgendein Mischmasch sein. Okay. Ja, aber im Endeffekt ist halt Tetris, ne? Ja. Punkt. Ob, ja, ist Tetris. Punkt. Und ein weiteres Spiel, was wieder mal die Controller ein bisschen oder die Move-Steuerung dabei wieder hervorheben soll, ARMS. Ja. Dieses Boxspiel. Was ich aber als die Präsentation war, ich mega interessant fand. Ich fand ich auch sehr interessant, gerade von den Moves her. Bin ich mal gespannt, wie viele Moves es gibt.
Also ich denke, wo es ja, vorne schlagen, hochschlagen, runterschlagen, links, rechts schlagen, aber gerade der eine Move, dass er den nach vorne mascht und dann dreht er einfach den Controller zur Seite und in dem Moment geht die Faust auch in die Richtung. Ach so, ja, der. Ja, das war halt echt ganz geil gemacht und ich mochte auch die Schnelligkeit bei dem Spiel, weil Ja. das sah jetzt nicht wirklich langsam aus, ne? Geil, das ging Also ich, ratzfatz. gerade wenn du die Move-Steuerung dann eh machen musst, Alter, dann, also das ist mal ein Spiel, wenn man abnehmen will, dann Jeden hallo. Tag zu spielen, mal für so 1, 2 Stunden. Ne? Perfektes Abnehmprogramm. Ey, ich glaube, ich habe damals sogar ein bisschen abgenommen, wo ich Wii Sport gespielt habe. Weil ich das echt 3 Stunden am Stück gespielt habe und dann immer Bowling und Tennis. Ja, Bowling war immer Mega. das Beste. Oder Ja. Golf war auch sehr schön. Gerade wenn man bei Bowling die 1000, was war das, Erfahrungspunkte hatte, dann hat man ja eine neue Bowlingkugel bekommen, die Ja. ich anders gedreht hat. Das war cool. Und es gab auch einen super Trick bei der einen Bahn, wo immer mehr Pins standen, wo immer mehr Pins kamen. Da gibt's, Echt? Okay. ja, es gab einen Trick, da hast du die Bowlingkugel rechts oder links auf der Bande laufen lassen, ja, so ganz knapp. Okay. Also Okay. da waren ja die Schienen nach oben, ne, also dass die Kugel Ja. ja nicht weg kann. Leiste oben laufen, ja, dann roll die komplett hinten durch. Fällt runter, dann gibt es nur noch ein Beben und alle Pins fallen um. Lol, das ist ja geil. Ja. Als letztes im Frühjahr kommt noch ein Spiel, was vom Look her extrem nach Zelda aussieht. Heißt aber Rime. Rime. Kannst du mal nachschauen? Ich glaube, das kann auch mal, wenn das nicht zu kurz ist und wenn das eine gute Steuerung hat und alles, dann kann das ein richtig starkes Spiel werden. Weil ich habe es gerade nochmal aufgerufen, vom Stil her ist es eine Mischung aus Hyper Light Drifter und dem neuen Zelda. Weil es sieht so ein bisschen ja, reduziert aus von der Grafik, aber es hat eine ganz malerische, ja, so einen ganz malerischen Ton, finde ich. Mega geil. Ja, es sieht so ähnlich aus wie Zelda, aber von der Richtung von, ich werde jetzt nicht genau schon sagen, Wind Waker, das ist schon zu hart. Nee, aber so eine abgeschwächte Form davon, ne? Genau, nicht so richtig tunmäßig, sondern halt noch doch ein bisschen mehr Menschlich. menschlicher, genau. Ich sag mal so, ne, wenn das Spiel eine gute Story hat, und wie gesagt, ein gutes Gameplay, dann wird das nochmal, Entschuldigung, ein richtig schöner Titel zum Überbrücken von, und jetzt kommt die beste Überleitung, Splatoon 2. Ja, ist halt Splatoon mit einer 2 hinten dran, ne? Aber es müsste auch groß ändern. So, es sind 2 Teams. Es wird ein bisschen was am Gameplay geändert, dass du ein bisschen hin und her rollen kannst, nicht ausweichen. Ja, kannst fast eigentlich im Prinzip sagen, es ist eigentlich eine Erweiterung, nicht im Prinzip dasselbe Spiel, einfach mit neuen Elementen, als wäre es eigentlich ganz grob gesagt Counter-Strike, Source zu Counter-Strike Global. Ach so, ja, Vom von der Dings her. Veränderung her, Genau. ja. Na, es ist halt ja ein bisschen neuer, ein bisschen was anderes dabei, aber im Spielprinzip dasselbe. Es gibt neue Waffen. Man kann jetzt auch es gibt Charaktere, die Fans die ganze Zeit spielen wollten, so wie ich mitbekommen habe im ersten Teil, aber es halt im ersten Teil noch nicht konnten. Die sind wohl jetzt auch hinzugefügt worden. Also als spielbare Charaktere. Es gibt natürlich neue Waffen. Es kommt natürlich, da es ein zweiter Teil ist, ein komplett neuer Soundtrack. Neue Maps. Und neue Maps. Und es wird dann ab dann natürlich auch den lokalen Multiplayer haben. Natürlich, die Nintendo Switch setzt natürlich auf das Zusammenspielen mit den Tablets unterwegs und alles. Ist Genau. natürlich klar, dass das Ding dann
auch einen lokalen Multiplayer zugeworfen bekommst. Das ist geil dran. Das ist einfach richtig geil dran. Jeder Ja. hat im Prinzip seine Konsole, die er hier kauft. Jo. Auf der einen Seite finde ich es eigentlich okay, nur ist halt auf der anderen Seite die Frage, wenn du jetzt wirklich auf deinem normalen Fernsehen, geh mal ganz kurz nochmal zurück zu Mario Kart, du kannst es so zu zweit spielen, kann man aber auch zusätzliche Controller auf das Gerät laufen lassen, dass du auf dem Fernsehen zu viert spielen kannst. Ja. Das haben sie nicht beantwortet in dem Moment. Ja. Ja, aber ich sag mal so, dass ja noch so lange hin, da sie werden schon noch ein paar Infos dazu droppen, ne? Ja gut, sie haben auch gesagt, ja, in den News von Nintendo selbst haben sie da eigentlich noch ein bisschen was dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie das dazu geschrieben haben, aber ich glaube, jetzt weniger, haben eher dazu geschrieben mit softwaremäßig, wie, was, wo. Ein bisschen mehr haben sie dazu geschrieben, aber nicht viel. Ich habe es nicht gesehen. Ich kann mir aber nicht denken, dass da so viel noch, weil es sind ja noch immer noch ein paar offene Fragen dazu. Ja. Die haben es ja einfach mal jetzt ziemlich grob und massig dargestellt innerhalb von den 2 Stunden da, aber ist wesentlicher haben sie mal dargestellt. Wesentliche. Wesentliche. Das, was wichtig ist. Weiter geht's im Herbst. Und das finde ich krass. Du hast im Frühjahr 4 Titel, ne? Dann im Sommer einen Titel. Und dann erst wieder im Herbst. Ja, du musst halt mal die 4 Titel gespielt haben, ne? Obwohl, naja, dazu kommen wir gleich. Im Herbst soll dann der nächste große Titel kommen. Skyrim. Ja, wird Skyrim wahrscheinlich mit allen DLC-Paketen. Ja, Alle Skyrim, Angebot. es ist halt Skyrim für unterwegs, so was die Leute halt haben wollten. Punkt. Genau. Also nicht wollten, nicht unbedingt Es ist wollten, einfach nicht aber mehr zu sagen. Man wollte ja. es kompatibel haben. Jetzt bekommt man Ja. es. Richtig. Und Ende 2017, und das finde ich krass, weil ich glaube, Mario. das gab es noch nie, dass ein Mario-Titel nicht direkt zum Launch kam. Oder? Weil, warte, beim Nintendo DS war Super Mario Bros. Es war immer Beim. Mario. Mario Ja. war immer als erstes dabei gewesen. Mario ist eigentlich einer der Grundbausteine von Nintendo. Obwohl bei. War bei der Wii U nicht. Nee, Quatsch, da kam auch Super Mario Bros. U, ne? Oder wie Genau, das hieß. genau. Und dann kam nochmal die Luigi-Version davon. Genau. Ja, aber ey, Super Mario Odyssey heißt es ja. Ja. Und Nintendo hat es tatsächlich geschafft, Mario wieder unfassbar interessant wirken zu lassen. Bei den letzten Richtig Teilen hat Open man, World. ja, bei den letzten Teilen hat man immer gedacht, okay, es wird Mario, es wird gut, es wird ein lockerer 90er-Titel. Punkt. Es hat Mario. Ja, die letzten Marios, die waren schon anspruchsvoll, aber es war halt, jo, wenn man sich eigentlich wirklich richtig dran gesetzt hat, dann hat man es auch eigentlich ziemlich schnell durchgespielt. Ja, und im Endeffekt war es halt das übliche Mario, ne? Punkt. Genau, immer Level für Level. Und ja, aber jetzt haben sie im Prinzip das Element nochmal reingebracht, wie bei der N64 und bei der Bei Sunshine, ja. GameCube mit Sunshine. Haben sie halt nochmal dieses Open World gemacht. Was eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Warum sollte man das nicht machen? Ich finde es ja genauso gut wie das andere auch. Es ist halt, ja. Man kann halt mehr entdecken, sagen wir es mal so. Ja, das auf jeden Fall. Alles andere ist ja einfach nur dumpfes Durchgelaufen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Sammeln noch 3 Münzen in dem Level, dass du noch besondere Sachen bekommst und jo. Ja, auf jeden Fall. Schauplatz ist diesmal auch nicht das Pilzkönigreich, ne? Nee, es ist eine ganz normale Sondern, Stadt. ja, die Erde. Es ist die Erde tatsächlich. Und Und das finde ich, eine geile Sache, muss ich mal gestehen. ja, und sie haben auch gesagt, dass mal
manche Städte sogar erkennen kann. Da sie kleine Elemente von Städten reingebracht haben. Okay, das ist natürlich cool. Ich habe mir heute noch mal eine Analyse zu dem Trailer angeschaut. Und gerade bei der Stadt, die am Anfang zeigt, wo Mario da aus dem Kanaldeckel springt, ne? Ja. Das ist nämlich ganz interessant, weil das scheint so, als würde die Stadt von den Donkey Kong-Leuten oder den Donkeys sozusagen regiert werden, weil die Straßennamen haben alle die Namen der von Donkey Kong-Charakteren. Aha. Also es ist zum Beispiel auch dieser eine Vogel, den man aus Donkey Kong kennt, der heißt wie eine Straße. Und das Interessante ist auch, die Mütze von Mario wird ja auch ein wesentlicher Teil des Spiels. Ja, sie hat ein eigenes Leben. Ja. Und was ich aber auch mal eine geile Idee finde. Ja, cool. Und es gibt überall diese Mützenshops, weil jedes Mal in jedem Level hat man in den Trailer tatsächlich immer so eine Art Shop gesehen von der Mütze. Also kann es sein, dass man ja diese Währung, die man in diesem ja leicht mexikanisch angehauchten Level, was man ja auch gesehen hat, diese ja lilanen Dreiecke, die man da gesammelt hat, dass man die als Währung nimmt, um vielleicht neue Sprünge zu lernen. Ja. Und das finde ich mal wieder, das finde ich auch eine geile Sache. So eine schöne kleine, schöne Sache. Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, wie die Sprünge sind. Also, ob sich da mal auch ein bisschen was geändert hat. Weil normalerweise kennt man immer den einfachen, den zweifachen, den dritten Sprung mit dem Salto. Der am höchsten und am weitesten bringt, kennt man ja von jetzt den meisten Marios, der eigentlich immer dabei ist. Mhm. Außer beim Gameboy, der ist ja nicht drin. Ja, die Mütze finde ich auch mal interessant, die mal lebendig werden zu lassen. Sie hat die Eigenschaft halt, dass du sie benutzen kannst, um über größere Abgründe hinwegzukommen. Man sieht das in einem Video, dass er halt die Mütze wirft, er springt auf die Mütze, um halt das Stückchen weiterzukommen, weil es er nochmal nicht schafft. Ja. Und vor allem, wie Bowser angezogen ist, finde ich mega geil. Ja. Also, das sieht ja aus wie ein Zuhälter einfach. Ja. Das ist ja mega geil. Ich weiß nicht, ob langsam das Spiel zu erwachsen wird. Ich glaube, die drehen irgendwann alle bei Nintendo durch. Okay, jetzt machen wir GTA mit Mario. Genau. GTA war ja so super Spiel, machen wir ein bisschen GTA 1 Mario rein. Ja, aber es wird, denke ich mal, trotzdem ein sehr gelungenes Spiel. Ja. Im Endeffekt, das ist halt Mario, Punkt. Genau. Man muss halt das Böse besiegen, wie immer. Ende. Bowser davon abhalten, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Na, im Endeffekt will er ja nicht unbedingt immer die Weltherrschaft, sondern einfach nur die Prinzessin haben. Naja, zuerst die Prinzessin, dann die Weltherrschaft. Er ist ja eigentlich der Vater von Peach, heißt es. What the fuck? Ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Ja. Wait, what? Yes. Warte, das muss ich googeln. Ich hatte es vorher auch nicht gewusst. Ich habe es auch irgendwann mal gelesen. Lol, ja, Bowser. Herrscher des Pilzkönigreiches und Vater von Peach? Ja. Fragezeichen. Lol, was ist das denn für eine kranke Theorie? Die Mutter von Peach ist halt gestorben. Ich weiß jetzt nicht an was. An der Geburt. Entschuldigung. Ja, kann glaube ich sein. Alter, das ist ja krank. Kann glaube ich sein, dass es von der Geburt kam. Ich weiß es aber nicht, ich will mich nicht daran festhalten, ich weiß es einfach nicht. Was ist das denn für eine kranke Scheiße? Da kann man mal. Ich habe auch. Moment, irgendwie geht das ja gar nicht so, ne? Aber es ist so, ne? Bowser will sich eigentlich an Peach halt festhalten, ne? Weil Peach halt der Mutter halt total ähnlich sieht, ne? Das ist halt, deswegen verfolgt Bowser immer Peach und will sie immer haben.
Alles klar. Alter Vater. Eigentlich müsste Peach es ja wissen. Aber sie will ja immer weg von Bowser. Ja. Ganz komisch, ne? Also darüber möchte ich eigentlich gar nicht nachdenken. Nein. Nein. Das ist auch jetzt so zu weit immer abgeschweift, aber du bist jetzt nur eines Wissens schlauer. Ja, das habe ich, also das habe ich wirklich gebraucht, genau. Ja, ja, genau diese Information. irgendwann, ja gut, ich habe ja gerade gesagt, ne, vom Sommer bis Herbst ist ja, kommt ja nur ein Spiel raus und das ist ja Splatoon und dann, wie gesagt, im Herbst kommt ja Skyrim. Man muss aber auch sagen, die Titel, die ich jetzt gleich anfange zu nennen, werden nur für 2017 irgendwann genannt. Heißt, sie können natürlich dann dieses Loch zwischen Sommer und Herbst natürlich auch auffüllen. Jo, was sie wahrscheinlich auch machen werden. Ja, ist dann schon die Zeit zu lang. Also wenn du holst, 3 Monaten jeweils dazwischen, ist ein bisschen, ja, ne? Bisschen heftig. Ein bisschen heftig, um kein Geld zu verdienen. Und zwar Xenoblade Chronicles 2 hat mir schon angekündigt. Ist, glaube ich, Japano-RPG. Ich kenne mich mit der Reihe leider nicht so aus. Aber ich glaube, das ist irgend sowas in der Richtung. Ja, es ist irgendwas Japanisches. Das hat man auch in dem Trailer gesehen gehabt. Dass da ein bisschen sehr starker japanischer Touch drin ist. Also es geht halt so. Ich will es jetzt nicht genau vergleichen. Könnten mich jetzt zwar vielleicht 1000 Leute erschlagen, aber es hat einen Touch von Final Fantasy halt, ne? Dafür, dass wir kratzen ja eh immer nur an der Japano-Oberfläche, sag ich mal. Und da sehen für uns halt die Titel dann eh immer aus wie, ja, das ist ja dieses Final Fantasy. Ja, wie gesagt, das habe ich ja gesagt, es ist nur so ein Touch da drin. Deswegen sage ich, es ist nicht Final Fantasy vergleichbar. Es ist nur ein Touch drin. So ein kleiner Hauch dort davon. Ja, wahrscheinlich. So, da haben auf jeden Fall die Japano-Leute wieder wahrscheinlich ordentlich was zum Wegzocken, weil ich glaube, das hat auch ein bisschen Spielzeit. Ja, sehr viel Spielzeit. Sehr, sehr viel. dann wird mal, und das wird wahrscheinlich eher im Winter wieder rauskommen, Steep. Wird nochmal veröffentlicht. Ja, ist halt, wie gesagt, ein Winterspiel, haben jetzt eigentlich alle schon, aber für die Leute, die es nochmal unterwegs haben wollen, warum nicht? Dann, und jetzt, das meinte ich nämlich eben im Vorgespräch, Nintendo macht wieder den Running Gag und bringt eine neue Version von Street Fighter 2 raus, nämlich Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Ja. Finde ich mega geil. Aber, irgendwie. In dem Video hast du gesehen, es sind diesmal 3 Kämpfer drin gewesen. Vielleicht machen sie das da auch mit mehr kannst. Was? Ja, ich habe 3 Kämpfer gesehen. Es war zweimal, ich weiß die Namen leider nicht. Es war einmal der weiße Kämpfer und zweimal der rote. Ich nenne sie jetzt mal so. Okay, cool. Warte, Nintendo. Ich will mich aber jetzt nicht festlegen, weil es eigentlich nur ein Zweispieler-Spiel ist. Ja, klar. Gut, es könnte auch nur eine Fähigkeit gewesen sein in dem Moment, ne? Also. Dass es dann gerade so gewirkt hat. Weil man hat keine Lebensbalken oder so gesehen, sondern einfach nur gerade den Moment, wo da 3 Leute standen. Ja, ich guck gerade, Nintendo hat nämlich auch einen wunderschönen Trailer, und das muss man echt sagen, zu dem Spiel veröffentlicht. Natürlich in alles in wunderschönen HD-Texturen. Ah, das sieht schon schön aus, ey. Ja, es wird nachher alle, also auch wenn sie jetzt nicht wirklich genannt haben, mit Hardware-technisch, bis auf die Controller und so, dass die sehr, sehr sensibel sind in der Ausführung von Vibrationen und so, und dass sie ziemlich echt wirken von den Gefühlen her, wie sie es so schön gesagt haben, ah ja, man wird es ziemlich fühlen, als wäre Eis im Glas. Und, Ach so. Das ist HD-Feedback. Genau. Ja, das sind mit. Das haben sie, die haben mehr die Konsole außenrum beschrieben
und die Controller in den Vordergrund gebracht. Aber was auf jeden Fall in der Konsole verbaut ist, ist auf jeden Fall eine Nvidia-Grafikkarte. Das sind ja direkt, die haben Nvidia angefragt. Nvidia hat gesagt, ja, das machen wir ja direkt. Und dafür haben sie sich auch sehr gut entschieden, eine Nvidia zu holen anstatt eine ATI. Weil ATI konnte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch keine so kleine Grafikkarte bauen, die die Leistung bringt. Was Nvidia halt einen Vorteil hatte. Ja, das ist halt das Ding, aber als gerade als Grafikkartenhersteller oder wie auch immer man das betiteln möchte, sagst du natürlich nicht nein, wenn so ein großer Name wie Nintendo zu dir kommt und sagt, ey, wir haben eine neue Konsole, eigentlich werden immer nur AMD-Grafikkarten verwendet, aber wollt ihr nicht mal die Ersten sein, die für eine Konsole eine Grafikkarte machen, für so eine kleine auch noch, dann sagst du eigentlich ja auch nicht, ach, weißt du, nee, wir haben eigentlich gar keinen Bock drauf. Es ist ja nicht so, dass Nvidia nie wollte. Die wollten ja eigentlich schon immer. Aus irgendwelchen Gründen hat man aber irgendwie immer nö gesagt. Keine Ahnung warum. Aber okay. Und nur mal so, ich schaue mir gerade den Street Fighter Trailer an. Und ich bin gerade genau bei der Stelle, die du meinst, wo Ken und Ryo gegen den. Genau. Wie heißt er denn? Ja, genau. Gegen den Bossgegner von Street Fighter 4 kämpfen. Ja. Und das ist wohl ähnlich wie bei Double Dragon. Also man kann im Koop gegen die KI spielen. Finde ich eine ganz geile Erneuerung. Das Ding ist halt auch wieder, wie viel wird das dann kosten? Weil Street Fighter 2 ist 91 rausgekommen. Es wird jetzt neu aufgelegt. Ich denke mal, es werden neue Welten dazukommen, ein paar mehr Kämpfer. Also die alten auf jeden Fall. Noch zusätzliche Kämpfer. Da kann der Preis 40, 50 Euro liegen. Ja, aber das ist halt immer so eine Sache. Ne? Das Spiel ist halt auch einfach mittlerweile echt alt und es gibt. Ist das eigentlich ausgenutzt, das Spiel? Ja, es gibt halt auch so viele Versionen davon und Nintendo macht es sich manchmal schwerer, als es sein muss, habe ich das Gefühl. Ja, aber sie haben es halt immer wieder rausbringen können. Das ist das. Sie haben es immer wieder geschafft, damit auch Zahlen zu schreiben. Obwohl, im Endeffekt wird natürlich. Ich frage mich aber gerade, wie das Gespräch zwischen Nintendo und Capcom da gelaufen sein muss. Wir wollen Street Fighter rausbringen. Ja, geil, Street Fighter 5, ja, können wir für euch machen. Ja, nee, Street Fighter 2. Wait, what? Das ist halt auch so ein Ding. Ach, ich weiß nicht. Ja. Es ist halt ein Spiel, darüber gibt es ja auch einige Turniere. Ich kenne jemanden, der spielt das auch. Also nicht, ich glaube nicht zwar nicht Street Fighter, sondern Mortal Kombat. Street Fighter muss es sein. Weil die bauen sich noch teilweise eigene Controller dafür. Mhm. Du hast gegen die eigentlich gar keine Chance. Die machen dich sowas von platt. Die drücken da 30 Tasten in der Zeit, wo du 10 drückst. Das Ding ist halt, jemand, der genau weiß, was er tut in Street Fighter, wird immer gegen, oder in 60 Spielen wird er 59 davon gewinnen, weil er den Typen, der eben das klassische Button-Mashing betreibt, immer aus irgendwelchen Gründen voraus ist so. Der weiß halt genau, wie man was kontern muss, was man wann machen kann. Und dann wird es vielleicht mal für ein Spiel klappen oder für eine Runde klappen, wo der Buttonmasher mal gewinnt. Aber die 59 anderen Spiele wird dann der andere, oder der, ich sag mal, professionellere Spieler von den beiden gewinnen. Aber das ist ja auch überall so einfach. Ja, das ist überall. Ob es Mortal Kombat ist oder sonstige Spiele.
Ja, Bei aber. so Kampfspielen. Deswegen, ich spielte, wenn ab und zu mal, ich habe ein paar, aber ich bin jetzt nicht so die Techniken von 5 Charakteren komplett auswendig kann. Das ist mir einfach zu viel. Wenn du da eine 10er-Tastenkombination drücken musst und das in der richtigen Reihen und schnellen Reihenfolge, hallo. Irgendwo hört es ja mal auf. Dann kann das hier irgendwann Ja, keinen Spaß mehr machen. aber ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen hast. Gab, ich glaube auch von Street Fighter, nee, muss Street Fighter, glaube ich, 3 gewesen sein. Ist ein ganz bekanntes Video, war in einem Turnier und da hat ein Spieler halt nur noch ganz wenig Leben gehabt. Und der Gegner hatte halt Chun-Li, also diese Frau, die halt diese schnellen Kicks kann. Und die hat ja. Und der Typ hat dann halt seinen Special Move abgefeuert. Und da war es ja so, dass ultra viele Kicks immer gemacht wurden in dem Special Move. Und man konnte in Teil 3 ja das erste Mal auch richtig abwehren, glaube ich. Und also auch Special Moves. Und der Typ hat halt alle Kicks davon abgewehrt und dann nochmal mit einem Special Move von sich das Spiel noch gedreht und dann doch noch gewonnen. Also mega geil gemacht. Das ist Das ist ja, Leistung. ist glaube ich auch einer der bekanntesten Street Fighter Turnier Momente, die es gibt. So generell. Als nächstes kommt wieder mal was für die Japano-Leute. Also es wird auch wieder viel für den japanischen Markt gemacht, was aber natürlich wichtig ist für Nintendo, ist ja klar. I Am Setuna habe ich noch weniger Ahnung, ist aber von Square Enix. Tatsächlich. Kam 2016 für PS4 raus. Ich habe aber noch nicht wirklich eine Ahnung, was es ist, also. Kennst du wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, leider nicht. I Am Setuna. Steht hier auch nicht richtig dabei. Schade. Ach doch, hier, JRPG. Ja. Ist halt das klassische Zeug. Wahrscheinlich die Leute, die sich damit auskennen, die werden wissen, was es ist und die werden es sich dann vielleicht auch holen. Ja, wenn nicht, dann nicht, ne? Jeden sich über selbst überlassen. Ja, auf jeden Fall. Dann endlich für die 12- und 13-jährige Fanbase Minecraft. Und der Minecraft. Ich bin mir aber nicht sicher, ob nur der Standard Minecraft oder. Nee, Quatsch. Ich bin mir nicht sicher, ob auch das Standard Minecraft oder nur der Minecraft Story Mode. Ich glaube, es hat sehr stark nach dem. Ich kenne mich zwar nicht mit Minecraft so viel aus, aber es hat eher nach dem Story Mode ausgesehen. Ja, im Trailer schon. Aber zum Beispiel, ich gucke mir gerade das Panel hier an von Nintendo und da steht halt sonstige 2017 steht halt nur Minecraft da. Das ist halt dann die Frage, ne? Vielleicht nennen es ist neu. Kann auch sein. Ja, auf jeden Fall, also der Story Mode ist auf jeden Fall 100% bestätigt. Ja, Minecraft halt, ne? Ja, Dann. Blöcke klopfen. dann ein Spiel, worauf ich mich richtig freue. Also neben Zelda, neben Mario Kart, neben Mario Odyssey und ein bisschen auch Splatoon. Sonic Mania wird auch ein Spiel, was genau. Also Sonic Mania ist so ein Spiel, das passt für mich perfekt. Also wirklich so perfekt auf die Nintendo Switch. Es kommt ja auch für andere Konsolen raus, kommt ja auch für die PS4 und Xbox, glaube ich, auch raus. Aber ich sag mal, ich kaufe ja keine PS4 für Sonic Mania, weil Sonic Mania geht ja zurück in die 2D, in das 2D, In die Frontoptik. genau, in die normale frühere Sonic Frontoptik. Auch wieder schön im Pixel-Look und alles sehr, sehr geil. Und dafür finde ich den Nintendo Switch halt geil, weil. Ich würde es geil finden, Sonic dann auch auf 1080p, 60 FPS zu spielen. Aber Sonic Mania nehme ich mir auch gerne für unterwegs mit.
Ja, aber für so zwischendurch kann man es gern machen. Ja, es ist das gleiche wie bei Mario. So, Mario finde ich auch auf einem großen Fernseher richtig, richtig geil. Aber funktioniert für mich auch absolut perfekt für unterwegs. Oder während der Arbeit. Ja, ja, dann, also dann noch mehr. Nicht in den Pausen, während der Arbeit. Nein, nein, nein. Während der Arbeit direkt. Wenn der Chef kommt, lalala. dann kommen natürlich wieder die Sportspiele, NBA 2K, wahrscheinlich für den amerikanischen Markt. FIFA kommt. Und FIFA für den europäischen Markt, haben es natürlich clever gemacht. Ja, sie haben sehr, sehr viele Leute, also andere Spielehersteller wirklich angefragt, einfach für die Switch. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Nintendo Nintendo hat's halt in dem Moment mal wieder gepackt. Die wollen halt mal nochmal zeigen, hallo, wir sind da, ne? Was sie ja im Prinzip bei der Wii U ja nicht so toll gemacht hatten. Ja, richtig, aber das Problem finde ich immer bei Spielen wie NBA 2K oder FIFA, ne? Das merken sich kaum, und ich meine wirklich kaum, Leute für die Nintendo holen, weil dafür ist die Nintendo zu schwach. FIFA hat schon so keine großen Grafikverbesserungen so von Jahr zu Jahr. Das Problem ist im Moment, wäre die Nintendo Switch mit vor einem Jahr rausgekommen, dann hätten sich wahrscheinlich mehr Leute geholt. Das Problem hierbei jetzt ist, wir haben jetzt mittlerweile seit 2-3 Jahren die PS4 und die Xbox One. Die Entwickler haben sich daher auch mittlerweile mit den Konsolen bestens eingespielt und sind dabei jetzt zu testen, okay, was geht, was können wir wo noch rausholen aus den Konsolen. Und da hängt die Nintendo Switch wieder mal leider hinterher. A, hat sie leider nicht ganz die Power, oder leider nicht mal im Ansatz die Power von der PlayStation 4 oder PlayStation 4 Pro. Und das hat man auch schon in den Trailern gesehen, das sah schon recht matschig aus alles. Außer NBA, das sah schon wesentlich besser aus, aber ich rede von FIFA. Das sah schon matschiger aus und ja, gerade so mit Online-Anbindung, da bietet sich PS4 und Xbox und PC wesentlich eher an als Nintendo. Und das hat man, ja, das muss man nun mal so sagen, offen und ehrlich. Da kann man auch nicht wirklich drum rumreden. Das ist einfach so. Und das wird auch wie bei der Wii eine ganz kleine Schnittmenge nur sein, die sagt, okay, für die Konsole hole ich mir jetzt FIFA oder NBA. Es sind dann einfach nur die Leute, die nur Nintendo haben. Ja, richtig, die das Main-Konsole haben. Genau, die holen sie es und das war's dann auch. Ich denke auch nicht, dass sie da so viel Spiele extra dafür machen. Glaube ich nicht. Die machen einen Bruchteil, also ich sag jetzt mal ein Zehntel von Mario oder so. Mhm. Ja, lass es mal noch so viel sein. Mehr wird es da wahrscheinlich nicht sein. Weil es bringt weg, wie du sagst, es bringt einfach nichts, weil die meisten haben es für die PlayStation, Xbox, PC. Die haben sich da drin schon eingespielt und wollen halt noch das letzte bisschen rauskitzeln. Dann bringt es einfach nichts, sich nochmal von neu anzufangen auf der Switch. Bringt es nicht. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. So, wieder mal ein Spiel, worüber ich auch keine Ahnung habe, weil es wird wahrscheinlich auch Japano-Zeug sein, bla bla bla. Siberia 3 kommt raus. Ich gucke gerade bei Wikipedia. Das ist ein Adventure. Ja, also Siberia ist so ein, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, so ein kleines Rätsel-Adventure. So ein bisschen. Okay. So ein bisschen Siberia sagt man ja schon was. So ist es ja nicht. Ne? Also ich habe es nicht gespielt, aber so. Ich glaube, das ist so ein bisschen rätselhaft. Das ist so ein paar Rätsel dazwischen und. Okay.
Interessant ist aber auch, kommt für PlayStation 4, Xbox One, Android, Microsoft Windows, Apple iOS und Mac OS. Also das wird überall rausgehauen einfach. Das arme Spiel. Egal. Was haben wir denn noch? Und ich hatte der große Titel Dragon Ball Xenoverse. Ja, da hat man auch ganz kleinen Ausschnitt nur gesehen. Ja, pff, ist halt Dragon Ball. Ja, ich finde es mittlerweile eigentlich auch ein bisschen ausgelutscht. Wie viele Teile gibt's? Ja, mehr als genug, aber ich sag mal, mit den Xenoverse-Sachen haben sie ja nochmal eine eigene Story abseits vom Manga und vom Anime gebaut und daher macht es das natürlich immer noch interessanter. Das Problem ist halt auch wieder, Dragon Ball hat sich mittlerweile überall jeder geholt. Das kam auch das erste Mal für PC raus. Ja, ist halt so, wie ist es. Wäre es auch die meinen Nintendo holen, also die nur Ja, Nintendo haben. ja, richtig. So. Mit den Spielen sind wir für 2017 durch. Für Ein, 2018 wird eins noch. hast du vergessen. Das Wichtigste von allen, das direkt am selben Tag rauskommt. Wait. Du Warte. hast sogar einmal kurz genannt. Ist ein Open World. Ach ja, stimmt, ich habe ja gesagt, The Legend of Zelda reden wir später nochmal. Stimmt ja. Ja, The Legend of Zelda kommt natürlich am 3. März raus. Da freue ich mich Und dann. total drauf. Ja, also ich glaube, das wird richtig rund gehen. Also, wir haben ja jetzt noch 1,5 Monate Entwicklungszeit, ne? Ja. So, Pi mal Daumen. Das heißt, die müssen unbedingt noch die restlichen Ruckler entfernen, weil ich habe gehört und auch gesehen, Ein paar sind es. Dass es immer noch ruckelt, aber auch erst in den wirklich etwas größeren Bosskämpfen oder in diesen, ja, in den größeren Kämpfen einfach. Das müssen sie auf jeden Fall noch Es rausbekommen. Das kommt ist aber klar. auch darauf an, was für Bosskämpfe es sind. Wenn viele Effekte dabei sind, ist es klar, dass da Ruckler drin sind. Weil Feuer zum Beispiel ist ein sehr ressourceverbrauchendes Zeug, weil viele Schatten in dem Moment entstehen. Das ist halt, ja, da, ob die Ruckler wirklich zu 100% komplett rausgenommen werden können, ist halt immer so eine Sache. Je grafisch intensiver die Spiele werden, umso schwieriger wird's. Da Ja, aber man muss. kannst du machen, was du willst. Kannst du, glaub, drei Grafikkarten einbauen. Selbst bei drei Grafikkarten kann es immer noch passieren. Auch bei, wenn viel mit Eis, Glitzer, Licht in dem Moment dann reinkommt, ist dann fast genauso wie mit dem Feuer. Ist sehr, sehr für die Grafikkarte sehr lastend. Ja, aber das Ding ist halt, Legend of Zelda oder das neue Legend of Zelda ist ja jetzt nicht die absolute Grafikbombe, ne? Also es sieht natürlich geil aus so. Ja. Aber ich sag mal, es sind schon auch zum Beispiel in den Landschaften, die man ja auch, wo man da durchreiten kann, da sind schon viele karge und sehr platte Stellen dabei. Wenn man aber in die Wälder reingeht, und das hat man ja in dem Trailer sehr, sehr gut gesehen, wenn man in die Wälder reingeht und wirklich mal in so einem großen Wald ist, dann sieht das richtig, richtig geil aus. Ja. Und das muss man einfach sagen. Ich kann vollkommen verstehen, warum viele sagen, ja, es ist nicht so mein Spiel, weil es ein bisschen komisch aussieht. Kann ich verstehen, weil ich bin auch kein Freund von Wind Waker und das geht ja auch in die Richtung von Wind Waker, aber nicht ganz so extrem. Ja. Weswegen ich es mir eh vorbestellen werde. Ja, ich habe es ja auch schon vorbestellt. Ja, ich hab's mir noch nicht vorbestellt, weil ich immer noch warte. Falls ich irgendwo noch, keine Ahnung, besseres Angebot sehe dafür.
Also, ich habe mit GameStop gesprochen. Bei denen ist es gar kein Problem. Wenn irgendwie ein Bundle doch kommen sollte oder so, dass man das natürlich darauf ändert. Das ist gar kein Problem. Okay. Also deswegen habe ich es direkt bei GameStop direkt schon mal vorbestellt. Ah, ich bin ja leider kein Freund von GameStop. Immer wieder. Ja, also wenn es dort eigentlich im Prinzip ja vorbestellt, bekomme ich es auch. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich nicht vielleicht wirklich hingehe, auch wenn ich nur bis um 12 Uhr schaffe, ob ich nicht sage, Chef, ich brauche an dem Tag Urlaub, um nur die Konsole zu bekommen. Weil es wird wahrscheinlich bestimmt nochmal genauso passieren, dass zu wenig Konsolen sind. Das auf jeden Fall. Ich habe gestern auch wieder nochmal Grüße an die Gaming Clerks, die viel größer sind als wir, aber vielleicht kennen die ja trotzdem manche Leute nicht. Die Gaming Clerks haben nämlich die Info bekommen, dass schon wieder zur Sicherheit gesagt wurde, dass wenn man jetzt bestellt, es wird eher in den April reingehen wird. Mit dem Versenden der Konsolen. Haben Sie gehört, wie viel daran war? Ist natürlich eine andere Sache, Also aber ich habe auch gehört, dass zum Beispiel für New York, da leben ja einige Menschen, ja, mehr als drei. dass da auch nur ein kleiner Bruchteil nur an Konsolen in dem Moment gibt. Ein wirklich ein kleiner Bruchteil, sagen wir von, wenn man, ja, 1000 Stück oder so. Oder lassen noch 10.000 sein. 10.000 Stück Ja, bucht diese Menge. das Ding ist halt, Nintendo hat halt viel Scheiße mit der Wii U durchgemacht. Ich meine, du musst ja nur mal in Saturn gehen, Alter. Das sieht ja aus, als würdest du im Nintendo-Lager stehen. Also da stapeln sich ja die Wii U noch und nöcher da. Also die kannst ja palettenweise raustragen dort. Leider. Und also man kann schon irgendwo verstehen, dass Nintendo da ein bisschen auf die Bremse drücken möchte, aber man darf es natürlich auch nicht Zu zu stark stark machen. machen wie beim NES Mini, dass man dann bei eBay für 400 Euro wieder die ja, also nicht die Konsole, aber jetzt vom NES Mini ausgesprochen, dann für 200, 300 € einen NES Mini oder dann halt die Switch für 800 € bekommt. Ja, im Prinzip hat Nintendo eigentlich einen kleinen Fehler gemacht. Die hätten müssen hingehen, die Konsole eigentlich früher darstellen. Was sie kann, was sie kosten würde. Also zum Beispiel ein halbes Jahr früher. Nicht so 2 Monate. Weil je früher du eine Konsole halt Vorstellst? vorstellst, gibt es mehr Vorbesteller in dem Moment eventuell. Da kannst du sagen, Ach ah so, ja, wie dann viele, ja, okay. wie, es sind jetzt zum Beispiel 3 Monate vergangen, ja? Dann kannst du sagen, ah ja, wir holen jetzt nochmal eine Rezession ein. Wie viele Vorbestellungen gibt es? Dass die Vorbestellungen, die 3 Monate schon gibt, auf jeden Fall die Konsolen da sind. Und dann schlagt man jetzt noch einen kleinen Prozentsatz dazu. Denn wenn 30.000 bestellt sind, dass man dann noch 5.000 mehr macht. Ja, das Problem ist, und das hat sich mit der PS4, finde ich, ganz stark geändert. Die PS4 hat man sehr schnell vorgestellt. Also man hat ja gesagt, okay, man hat ja auf der PlayStation Experience damals, ich glaube im Winter, gesagt, okay, wir arbeiten an einer PS4. Und zur E3 hat man dann gesagt, so sieht sie aus, das kann sie, ne. Und dann ging es ja auch relativ in Anführungszeichen schnell, dass man die Konsole released hat. Die kam ja am Black Friday in den USA raus, was ja auch einfach der Tod ist. Und man hat auch dort gezielt, sollte ich den Fachausdruck dafür verwenden? Jetzt fällt er mir aber gerade nicht mehr ein.
Aber man hat natürlich gezielt weniger produziert, um den Hype länger oben zu halten. Und das ist Kacke. Ja, das ist echt Und kacke. das muss man leider sagen. Und das hat Nintendo mittlerweile leider adaptiert. Das Problem ist, dass es halt auch klappt. Wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft, wo einen Hype zu erschaffen so wichtig ist. Aber du darfst den Hype dann auch, du musst nach dem Hype, den du erschaffen hast, ne? Also zum Beispiel beim NES Mini. Die haben den angekündigt und alle so, fuck my life, ich brauche das. Alle Gehirne der 80er, 90er und Anfang der 2000er, alle so pff, explodiert. Und alle so, fuck, ich brauche das, ich brauche das. Alle vorbestellt, Amazon mal lahmgelegt, das mal lahmgelegt, überall, alle möglichen Seiten wurden langsamer. Nintendo-Aktie schoss in die Höhe wie bescheuert. Und dann haben sie es natürlich auch relativ schnell releasen wollen. Und das war halt auch das Problem. Hätten die noch mal 4 Monate gewartet oder 3 Monate, dann hätten die das ja ohne, also die hätten ja die Konsolen locker rausgebracht. Ja, klar. Weil mittlerweile kannst du ja in den Laden gehen und im Normalfall bekommst du da auch ein NES Mini. So, also ich kann bei mir im Real gehen und ich finde da ein NES Minimum 1 bis 2 NES Mini, das sind zwar nicht viele, aber man findet halt welche. Du kannst in den Saturn gehen, da stehen auch 8, 9, 10 Stück rum. Also du kannst mittlerweile echt die NES Mini ganz normal im Laden kaufen. Das Problem ist, dadurch, dass man diese Verknappung, jetzt habe ich auch wieder das Wort gefunden, diese Verknappung verwendet, geht der Hype natürlich noch mal höher, ne? Und der hält natürlich auch länger. Und so länger ein Hype hält, so besser Verkauft sich die Konsole verkauft sich locker. das Produkt natürlich, weil immer mehr Leute natürlich auch ran den dann irgendwann auch mitbekommen. So hält der Hype jetzt nur eine Woche, so alle so, oh fuck, NES Mini, ich freue mich, freue mich, freue mich. Und dann ist er nach einer Woche weg, weil du den ganz normal im Laden holen kannst. Dann denken sich die Leute, pff, ja, schön. Ach so, der ist auch da. Okay, cool. So, jetzt war es halt so, jedes Mal, wenn du bei Twitter zum Beispiel den Hashtag NES Mini eingegeben hast, war so, fuck, der Post, der Händler, bei dem ich es bestellt habe, hat heute angekündigt, hat heute mir eine E-Mail gesendet, dass es verschickt wurde. Ich bin gerade so hyped, ich kann gerade nicht reden. Also, wow, fuck, meine Konsole kommt heute. Und das ist natürlich auch viel geiler. Das transportiert natürlich auch ein viel besseres Gefühl. Und das ist natürlich einfach geil. Und das ist leider auch so, was auch in den nächsten Jahren so weitergehen wird. Also es wird wahrscheinlich jetzt keine Konsole mehr rauskommen, wo man sagt, also keine brandneue Konsole. Ich rede jetzt nicht von Xbox Scorpio, ich rede jetzt nicht von PlayStation 4 Pro, ich rede nicht von Erweiterung, sondern ich rede von PlayStation 5, Xbox, wie auch immer sie heißen möge. Und Nintendo, whatever. Es wird keine Konsole mehr rauskommen, die sich normal verkauft. Und da bin ich felsenfester Überzeugung. Ja, Weil, es weil denke ich warum auch. auch? Es ist doch kostenlose Werbung. Die Leute machen so viel Werbung über Twitter mit, ey, guck mal, ich habe eine PlayStation 4 ergattert. What the fuck, wie geil. Also jetzt mal als Beispiel, ne? Ja, klar. Dass du dann natürlich weniger Werbung schalten musst, ne? Ist natürlich wesentlich geiler, weil du bezahlst mehr, bekommst mehr Werbung und die Leute bekommen ein wesentlich besseres Gefühl, wenn sie es kaufen. Also du hast eigentlich nur Pluspunkte. So. Wir schweifen aber schon wieder zu sehr ab. Das Genau. ist das Problem. Mit den Spielen sind wir jetzt aber wirklich durch. Wir können zu Zelda eigentlich noch sagen. Es wird wirklich richtig Open World. Man kann Fleisch grillen, man kann Pferde dressieren, Es was ich mega ist geil finde.
ein Open World mit ein bisschen Survival drin. Das ist nur ein ganz neuer Schritt, was sie gemacht haben, was ich auch sehr interessant finde. Ich habe, wo ich mal heute noch den Trailer, also den Trailer, das Video von Nintendo angeguckt habe, von den 2 Stunden. Ich habe die ganze Zeit schon auf Zelda gewartet und dann kam es zum Schluss. Ich freue mich so sehr, dass mal sogar die Tränen davon kommen. Ich freue mich total auf das Spiel. Wenn es gehen wird, würde ich jetzt spielen wollen. Ich warte ja schon so lange auf Zelda, weil es ist ja schon wieder sau lang her, wo Zelda kam. Ja, stimmt, habe ich heute auch wieder mitbekommen. Für die Wii U kam ja nämlich kein richtiges Zelda, ne? Also kein brandneues. Es kam, es Skyland, oder? Skyward Sword. Genau. Aber. Ja, das kam ja, für aber, die Wii. War das für die Wii oder Wii U? Das war für die Wii. Ja, das meine ich ja. Das weiß ich noch genau, weil ich musste, damals gab es noch dieses Wii Plus, wo du unten drunter stecken musst. Ja, genau. Das wollte ich mal kaufen. Gab es in dem Moment nicht. Dann habe ich mir dieses Wii Party Dock gekauft gehabt, wo der Controller mit diesem Wii Plus integriert ist. Dass ja. ich das Spiel spielen konnte. Meine Frau hat es mir gekauft gehabt und ich konnte es nicht spielen. Ja, das haben wir dann direkt, also hat es mal zu Weihnachten, glaube ich, gekauft, weil es kurz vor Weihnachten war. Und ich konnte es einfach nicht spielen. Dann sind wir natürlich direkt nach den Feiertagen direkt im Mediamarkt und haben dann gekauft, dass ich spielen konnte. Ja, aber ich meine ja nur für die Wii U. Ich hab's nämlich gerade hier offen. Kamen ja nur Remaster-Teile eigentlich raus. Und das ist halt. Nur nach, also ja, Sachen Wind Waker oder so kamen nochmal als HD-Version raus, ja. Ja, wie gesagt, also Remaster einfach und dieses komische The Legend of Zelda, was aber auch kein richtiges war, hier Hyrule Warriors. Ja, es war halt mal ein bisschen, das ist halt so ein Hack'n'Slash. Ich hab's auch am Anfang ziemlich stark gespielt, aber es hat leider ein bisschen nachgelassen, weil halt, jo, es ist ziemlich eintönig nach einer Zeit. Ja, es ist halt original Dynasty Warrior. Ich weiß genau. Nicht, ob du die Reihe kennst. Also ich kenne das Spiel, habe ich mir auch mal überlegt zu holen, aber ich hab's dann auch gelassen. Ja, brauchst du nicht, weil wenn du Hyrule Warriors hast, hast du genau das Spiel nur mit Zelda, genau. Mit Link. Genau, Alter. Aber es gibt halt mittlerweile sau viele Sachen in dem Game. Wenn du im Prinzip nicht konstant das Spiel spielst, kommst du gar nicht hinterher jetzt. Also wenn ich jetzt anfangen würde, ich würde doch gar nicht hinterherkommen. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, nur um der Amiibo einmal drüber zu ziehen, kommt da 5 Meldungen, das hast du krit, das hast du krit, das hast du krit, das ist neu, das ist jenes neu, das hast du krit. Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist aber auch immer geil an Nintendo. Die buttern so viele Updates für irgendwelche Spiele nach. Das ist immer schön. Und vor allem so sinnvolle Updates wie bei Mario Kart. So richtig geile Strecken, 200cc. Ja. Und bei Splatoon neue Waffen, neue Arenen. Also es macht schon Laune und Nintendo weiß auch, wie sie ihre Spiele langfristig am Leben erhalten und alles. Ja, das ist schon schön. Aber ich sag mal so, mit der Switch wird's. Ich glaube, da wird's nochmal richtig interessant, wie gesagt. Ja, da kommt jetzt, da wird The Legend of Zelda endlich mal wieder ein richtiges Zelda, kein Remaster-Teil, kein. Deswegen freue ich mich auch so drauf. Ja, richtig. Endlich mal schön. Endlich mal was Neues. Also halb neu. Im Endeffekt ist The Legend of Zelda. Ja. Auch wenn man es nicht hören möchte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Zelda. Ich freue mich tierisch drauf. Weil die Remaster-Teile interessieren mich nicht, weil ich hab's ja schon gespielt. Warum soll ich es nochmal spielen? Nur weil die Grafik besser ist. Es bringt mal nichts. Es ist nichts Neues dabei. Ja, naja gut, für mich, ich habe damals Ocarina of Time zum Beispiel nicht gespielt, weil ich einfach bis zur Wii keine Nintendo-Konsole hatte, außer den NES. Ja.
Und deswegen habe ich Ocarina of Time nochmal nachgespielt und ich habe Majora's Mask nochmal nachgespielt. Ja. Und beides ist super geil. Und deswegen bin ich auch schon richtig geil auf den neuen Teil, der dann auch mein erstes richtiges Zelda, The Legend of Zelda wird. Also so, was ein brandneues Zelda angeht, wo ich dann auch vom Anfang an dabei bin. Und das ist doch gut. Das ist doch Ich geil. bin mal halt gespannt, wie diesmal der Schwierigkeitsgrad ist. Weil ich bin der Meinung, dass Zelda eigentlich immer mehr abgebaut hatte vom Schwierigkeitsgrad. Ich habe zum Beispiel, gut, ich bin ein gängiger Zelda-Spieler, dann sind die Mechaniken zum Beispiel bei den Bossen klar. Die Waffe, die Ja, du bekommst in süß. dem Dungeon, benutzt auch beim Boss, ne? Aber es muss doch noch eine kleine Schwierigkeit da sein. Sonst hast du das Spiel wirklich zu schnell durch. Obwohl, diesmal haben sie es ja so gemacht, dass ein kleines Stück der Karte immer, ich glaube, 2 Stunden Spielzeit ist, um sie komplett zu erkunden. Was schon sehr viel ist. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, leider haben sich Nintendo hat sich Nintendo keine Freunde gemacht mit dem Preis in Europa, weil es ist das erste Mal, dass die Europäer faktisch draufzahlen und das nicht so knapp. Also ja, es sind im Endeffekt 30 Euro, die wir dazu bezahlen müssen und das nur bei Amazon, bei nicht bei GameStop, da war es auch für 3,30 drin, aber beim Mediamarkt oder Saturn war es sogar für 3,50 drin, weil der Einkaufspreis beträgt nämlich in Europa 330 30. Euro. Was ich auch so Und geil finde, ganz kurz, wo sie es vorgestellt haben, ah ja, in Japan kostet es 29.999 Yen, in tja, ist Amerika doch auch kostet geil. es 299,99 Dollar Ja, und und in genau Europa fragen sie ihre Händler. ja, das, ja, tut mir leid, das ist halt echt Käse, ganz ehrlich. Ja, da hätten sie doch umrechnen sollen und dann sagen, ah ja, komm, dann machen wir es für 300 Euro oder so. Ja, Weil. aber ich verstehe ja nicht, weil Nintendo hat ja auch dazu, zu unserem Zeitpunkt, wir nehmen gerade am 14.01. auf, haben sie auch kein wirkliches Statement dazu gemacht, warum es in Europa nun mal 30 Euro mehr sind. Klar, es sind nur 30 Euro, aber es macht halt keinen Sinn, weil die PS4 kam für 399 raus, die Xbox One kam für 499 raus und da macht es halt null Sinn, finde ich. Also, wir haben schon die gleichen Preise wie in USA mit den Konsolen, außer halt jetzt bei der Nintendo und das ist ja schade, weil man versteht es halt einfach nicht. Und es ist wirklich so komisch, die Zahl, 330 Euro. Ja, richtig. Ja gut, vielleicht, also sie haben ja, sage ich jetzt mal, wirklich noch keine Zahl genannt. Vielleicht sagen sie später noch, ey komm, wir gehen mit dem Preis in Europa runter. Kann sein, muss nicht sein. Die Händler haben jetzt im Prinzip einen Preis festgelegt, aufgrund der Tatsache von halt den Dollar. Ich glaube, wenn du es umrechnest, kommt es, glaube ich, auf diese 330 Euro hin. Ja, kann hinkommen. Dass es vielleicht deswegen im Moment so ist. Vielleicht sahen sie noch einen Preis, vielleicht auch nicht. Man weiß es halt noch nicht. Man muss es halt jetzt noch abwarten. Es sind ja noch 1,5 Monate bis zum Release. Vielleicht ändert sich ja was. Ja, aber das Problem ist halt auch einfach, die können natürlich auch nicht mehr viel am Preis machen, wenn das ja schon ihr Einkaufspreis ist, ne? Also Ja gut, von Mediamarkt, ja Amazon. klar, ja, können ja auch nur aufgrund von Spekulationen jetzt sagen, ja, wir verkaufen sie für so viel. Ich glaube nicht, dass sie für 300 einkaufen, 330 verkaufen, dann würden sie kein Geld verdienen. Die kaufen das ja auch viel günstiger ein und es ist nachher nur der Endpreis, der ja höher ist für den Verbraucher. Sonst wird man ja kein Geld verdienen. Weder Mediamarkt noch
die Hersteller. Ja, ja. Deswegen, der Hersteller ist immer noch der Letzte, sagt, ah ja, ihr könnt es für 300 verkaufen. Ja, ist halt die Frage. Der nächste Preis ist, die verlangen für die Kleincontroller, also wenn, also man wird die Kleincontroller, die man auch aufladen kann und die man dann für unterwegs auch hat, die wird man auch einzeln kaufen können, also nicht ganz einzeln, so wie ich mitbekommen habe, im Zweierpack. Kosten dann aber auch um die 60, 70, 80 Euro. Boah. Ja gut, sind zwei, ne? Tja, aber das ist, ja, aber komm. Aber 80 Euro für so einen kleinen Scheißdinger. Im Endeffekt ist es, Es sind zwei Controller. Ja. Im Moment, wenn du es so holst, ein Controller kostet 50 Euro. Ja, aber der liegt dann auch für mehrere Stunden gut in der Hand. Klar. Ja, du darfst jetzt... Das nächste Ding. Ja, du sollst es ja jetzt nicht so sehen, dass die Controller rein nur für zwei Spieler da sind, sondern die sind ja hauptsächlich sind die ja für einen Spieler gedacht. Und dass du dann halt auch zu zweit spielen kannst, ist die zweite Option. Ja, klar. Ne? Ah, so hier hab ich's nochmal. Amerikanischer Store von Amazon. Nintendo Switch Joy-Con. 80 Euro, 80 Dollar. Also ich sag mal so, die müssen dann wohl direkt umrechnen hier in Deutschland, weil wenn sie da auch nochmal 30 Euro drauflegen. Dann kauft keiner. Aber ich hole mir dann eh nur noch einen Pro-Controller dazu. Und dann hab ich ja drei Controller in dem Sinne. Reicht mir ja. Jo, reicht doch. So, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Au, au, au. Ah, so. Jetzt haben wir noch ein paar kleinere Sachen. Ja, stimmt. Leider der letzte Konsolenhersteller mit Online-Funktion wird auch kostenpflichtig ab Herbst. Ja. Ja, schade. Schade, Schokolade. Jeder, jeder macht, ja gut, PlayStation macht es auch nicht kostenlos. Muss ein Jahresabo. Ja, richtig. Das Ding ist halt, damals bei PlayStation wurde das natürlich auch viel kritisiert. Das Ding ist aber, Sony hat das damals gut gefühlt, also für mich gut reinvestiert, weil man hat dann doch schon einen starken Aufschwung gesehen, so nenne ich es jetzt mal, dass der Online-Modus von Sonys PlayStation natürlich wesentlich besser geworden ist. Also mit der PS3 war es wirklich krampfhaft. Mit der PS4 ist es schon besser geworden, immer noch nicht ganz optimal, aber sie arbeiten wenigstens dran. Ja, Nintendo One. Gut, PlayStation geht auch hin, tut auch ein kleines Stück was geben auch dazu. Das heißt zum Beispiel, jeden Monat gibt es 6 Spiele in dem Moment kostenlos, die dir einfach mal kaufen kannst. Für nichts. Und sobald du, solange du die Plus-Mitgliedschaft, kannst du die immer benutzen. Auch ja, wenn richtig. Sie nicht mehr kostenlos sind. Du kannst immer noch, du hast sie gekauft, kannst sie aber weiterhin nutzen. Auch egal wo, ob bei der PlayStation 3, bei der PlayStation 4 oder bei der Vita. Ja, richtig. Und dafür das bezahlst halt auch, du auch. Ja, genau, das ist halt auch so ein Ding, ne? Also wenn Nintendo das macht, dann denke ich mal, wird es auch so was Ähnliches geben, dass man ab und zu mal ein oder zwei Spiele gratis oder wie zu einem starken, starken Preisunterschied dazu gibt. Ja, einfach die älteren Spiele. Ja, vor allem gerade so, wir haben ja jetzt schon im Line-Up Spiele, die man dafür verwenden kann, wie eben hier Street Fighter und Minecraft Story Mode und was weiß ich, Tetris und so, oder Has Been Heroes, die kann man ja dann alle mal testen so. Und das ist natürlich dann auch so ein Ding, wie gesagt, bis Herbst ist es ja eh noch, das heißt,
Ja, haben, wenn die Switch rauskommt, haben wir noch ein paar Monate, um gratis zu spielen. Ab dann ist natürlich auch die Frage, wie viel es kosten wird. Werden sie sich auch wie bei PlayStation für 50 € im Jahr einpendeln? Wenn man dann auch wieder ein, zwei Spiele gratis dazu bekommt, ist das natürlich ein völlig gerechtfertigter Preis. So, du bekommst eh immer mehr raus, als du einzahlst. Also bei PlayStation, ich habe das sehr, sehr nachlässig verwendet, ne? Aber meine Ich auch. 50 € habe ich locker raus. Locker. Ja, das Und machst ja, du, wie wenn du gesagt. im Prinzip einmal die 6 Spiele holst, hast du drin. Ja, richtig. Und das ist ja das Ding. Und wenn, wie gesagt, wenn Nintendo das macht, so gerade als Zweitkonsole, wie gesagt, für mich wird es eh nur eine Zweitkonsole sein. Ich verwende hier meine PS4 und für unterwegs und so kann ich dann halt die Switch mitnehmen. Oder wenn ich wirklich mal Bock habe, stecke ich sie rein und mache es dann auf dem Fernseher weiter. Warum auch nicht, ne? Für mich ist die Nintendo halt eine ganz klare Zweitkonsole, deswegen finde ich das Spiele-Line-Up auch in Ordnung, weil ich eben nicht so viele Spiele brauche. Stille. Ja, meine Spiele werden sich auf ein paar Stück nur beschränken. Zelda vor alle Dinge, direkt was als erstes rauskommt. Und dann Mario Kart, der Mario. Ja, halt die exklusiven Genau, Nintendo-Sachen, für die die, wo man man eben auch eine, kennt. ja genau, für die man auch einfach eine Nintendo-Konsole kauft. Genau. Also es ist ja nun mal so. Also es kauft ja einfach keiner eine Nintendo-Konsole, weil er sagt, ja, ich finde FIFA darauf mega geil. Ich glaube, das wird zu viel kommen. Ja, dann hat Nintendo noch gesagt, lokal ist auf einer Konsole mit kann man bis zu 8 Joy-Cons anwenden. Also diese kleinen Controller, davon kann man 8 Stück an einem Fernseher dann anwenden. Finde ich gut. Also gerade bei Spielen wie, keine Ahnung, Mario Party, da stelle ich mir dann richtig krass vor. Schön mit 8 Leuten mit den kleinen Controllern. Kann ich mir gut vorstellen. Wo? Bei Mario Party. Ja, klar. Aber dazu kam halt noch nichts, ne? Ach so, nee, das Spiel wurde noch nicht angekündigt, aber ich sag mal so, Mario Party kommt ja auch überall immer raus, also. Jo, war schon immer, waren immer 4 Teile pro Konsole. Ungefähr. Das Ding ist, Nintendo macht es auch wieder einfach, Spiele zu importieren, denn es wird keine Region-Lock mehr geben. Genau. Heißt, du kannst einfach schön Spiele aus den USA oder Japan kaufen, reinstecken, zocken. Ende. Ja, Sehr das schöne ist Sache auch. von Nintendo. Fein. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist nämlich mit diesen Regionenbeschränkungen einfach. Das ist einfach eine große Scheiße, ganz Früher ehrlich. war es klar, dass man das macht. Aber heutzutage, ja gut, Ja, wenn ich mal manchmal wo. vor, ganz kurz, wenn ich mal manchmal vorstelle, wenn man das teilweise wirklich rausholen würde, sage ich jetzt mal zum Beispiel bei Steam oder so, gerade jetzt gesagt, bei Kinguin gibt es manchmal die Spiele, den auf der für die Russen kostet 15 Euro, während du Ach für so, in Deutschland dann immer noch 30, 35 bezahlst bei Kinguin, ne? Die ja. Deutschversion, kann ich verstehen, dass das noch drin ist, ne? Gut, Nintendo ist jetzt kein Ding, wo jeder drauf einfach mal per Key geht, ne? Dass sie ja jetzt wieder auf die Disc gewechselt haben. Ja. Auf die SD-Karten, ja, ist auch Genau. geil. Also da drauf gewechselt. Geht das mit Keys dann halt nicht? Ich sage von aus, Nintendo Shop wird es ja immer noch geben, dass da Ja, dann teilweise wahrscheinlich. immer noch Keys funktionieren für die älteren Spiele oder so. Aber Ja, jo. oder muss er auch nichts dazu gesagt haben zur Virtual Console, wie es damit weitergeht, ne? Interess oder was soll ich denn sagen? Ja, wie gesagt, mit dem, dass man es früher gemacht hat, konnte ich auch verstehen, wenn so ein halbes Jahr zwischen den Spielen, zwischen den Spiele-Releases noch
existiert hat oder wenn man mal ein Jahr lang auf ein Spiel warten muss, was in Japan halt schon viel früher rauskam, dann ja, okay, dann hat es halt irgendwo Sinn gemacht, aber naja. Aber heutzutage, wo man es eh online kaufen kann und alles, ja, macht halt nicht mehr so viel Sinn. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich bei Nintendo-Spielen immer, also ich glaube, ich habe mir noch nie ein Nintendo-Spiel online gekauft. Nintendo-Spiele hole ich mir immer im Laden. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber für mich, ich weiß nicht, ob das so ein kindheitlicher Trieb ist, der mich dann nochmal so in den Laden gehen lässt und nochmal so, keine Ahnung, zu Saturn oder zu einem Müller gehen lässt und sagt, okay, das Spiel, das neue Mario kostet 40 Euro, viel günstiger wird es eh nicht im Internet bekommen, weil das ist ja das Geile an Nintendo-Spielen, die sind ja unfassbar Gleich. preis, ja. Wenn's, dann sind es 5 € Unterschied. Ja, richtig, und dann hast du meistens noch Versand mit dabei und dann bezahlst du 3 Euro mehr. Und ich sag mal so, für die 3 Euro dann dafür 2 Tage weniger warten auf das Spiel wegen der Lieferung, dann ist es mir das doch wert. Von daher, da gehe ich dann doch nochmal gerne im Laden. Ah gut, ich habe jetzt auch zwei Spiele mal geholt gehabt über Amazon, weil es wirklich günstiger war und da sowieso Prime dabei war, bezahlte ich keine Versandkosten. Da war es auch Ja, gut. günstiger und war mir auch egal auf die paar Tage. So, es war immer Yoshi's Woolly World, als meine Oh, Schwester das ist so geil. unbedingt. Darauf freue ich mich richtig. Ich wollte mir das von 3DS nehmen noch. Ist ein schönes Spiel, kann ich sagen. Hans mit meiner Schwester gespielt, schön im Koop, ein komplettes Spiel. Ja, und da hatte ich schon das Kirby, wo ich immer angesprochen habe, was hier totaler Schrott war, wo ich ihn zurückgeschickt habe. Und ja, das war so, was ich über Internet von Nintendo halt gekauft hatte. Ja, aber komisch, ne, dass man relativ selten was von Nintendo online kauft. Ja, es ist wirklich so. Ich habe auch eigentlich alle Spiele, gerade alle Zelda-Spiele, habe ich im Laden gekauft. Ja, aber auch nur, weil du da nicht wolltest, dass der Postmann nicht klingelt und einfach weiterfährt. Ja, zum Beispiel, ne? Wir kennen ja einen, man geht aber jetzt nicht drauf hin. Naja. Ja, dann natürlich noch die Hardware-Sachen, die man natürlich irgendwo schon von vornherein musste. Das Display wird 720p Auflösung haben. Finde ich reicht auch Ja. für unterwegs. Am TV dann 1080p und wir haben natürlich schon mitbekommen, Mario Kart, egal wie man spielen soll, soll dauerhaft 60 FPS haben. Und das finde ich mega geil. Finde ich richtig, Das richtig. kann sie gut optimieren. Ja, auf jeden Fall. Interner Speicher 32 GB. Warum kein erhöhter, also warum es keine unterschiedlichen Größen zum Kaufen geben wird, schätze ich einfach mal, weil du es mit einer Micro SD erweitern kannst. Auch sehr schön. Das heißt, Micro SD geht ja mittlerweile, glaube ich, bis 128 GB oder Ja. ich glaube sogar mittlerweile noch höher. Terabyte geht schon. Also genug Speicher wird auf jeden Fall da sein. Ja, The Legend of Zelda wird unterwegs 3 Stunden, etwas über 3 Stunden Akkulaufzeit benötigen. Es müsste bei mir müsste das 9 Stunden laufen, dass ich die ganze Arbeitszeit spielen kann. Finde ich aber in Ordnung für Ja, unterwegs. ist sehr in Ordnung. Gerade. Jetzt aber das Ding, für schwächere Spiele, wie zum Beispiel ja wahrscheinlich Skylanders und Ich schätze Skylander mal nicht. ja, okay, dann ja, aber halt, sagen wir mal Bomberman. Ja, Okay? das ist gut. Bomberman, Tetris und so kleinere Sachen sollen dann wohl schon auf 6 Stunden Akkulaufzeit für unterwegs kommen. Ja, die Kleinen halt. Finde ich okay, finde ich sehr cool. Genau. Wie gesagt, reicht auch Vielleicht auch für das mich, da ich. Sonic. Sonic könnte auch 6 Stunden laufen. Stimmt, das Sonic Mania könnte auch 6 Stunden laufen, fast. Ja. Aber da ich ja eh keine 12-Stunden-Flüge mache. Na Aber ich gut, sag mal so. es kommt auch sowieso darauf an, wie hell hast du die Bildschirm stehen Spielst mit voller Lautstärke, hast du genau. das WLAN die ganze Zeit an. Ja, Genau. Das sind immer die kleinen Sachen. ja.
Ja, aber 3 bis 6 Stunden finde ich in Ordnung für Leute, die natürlich viel mehr reisen, bla bla bla. Ja, okay, aber ihr habt dann wahrscheinlich auch eine Steckdose. Müssen sich Akkus mitnehmen. Tja, oder einfach Powerbank, weil du kannst ja auch mittlerweile jetzt eine Powerbank anschließen. Ja. Hat ja, hat ja den USB. normalen USB-C-Anschluss, den man ja mittlerweile auch an jedem Handy hat. Genau. Ja. 20.000er, 3 Stück und dann reicht das. dann noch mal kurz zum Joy-Cons, die werden Bewegungssteuerung haben. Ja, haben wir ja schon vorhin geklärt, das wird für dieses One-to-Switch-Spiel sein und für Boxspiel, genau. ARMS Der Arm ist genau. und ja, einen Pro-Controller ist auch schon angekündigt, den wird man sich eh wahrscheinlich dann gleich holen, weil man den anderen Controller dann wahrscheinlich eher nur als Ladestation verwendet. Ja, ansonsten Gibt's eigentlich nichts mehr mehr? habe ich tatsächlich nicht. Wir haben, glaube ich, alles durchgesprochen. Intensiv durchgesprochen. Ja, auf jeden Fall. Im Dachte zwei. Endeffekt braucht man, glaube ich, nur zu sagen, wenn Nintendo es nicht mit den Preisen von den Spielen, also gerade mit den Neuauflagen, heißt Ultra Street Fighter und Sonic Mania, wenn sie sich da noch ein bisschen einig werden und die natürlich dann nicht 40, 70 € kosten, dann wird das, glaube ich, schon ein gutes erstes Spielejahr. Klar, für viele wird es vielleicht ein bisschen dünn. Für mich, wie gesagt, für jemanden, der Sasai-Konsole nutzt, wird es vielleicht ausreichend, obwohl es auch knapp werden könnte. Je nachdem, wie lang Sonic Mania ist. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich Zelda habe, bin ich Monomo verschwunden. Bin ich nicht mehr da. Erstmal glücklich, ne? Erstmal glücklich einschließen. Genau, ich bin dann wie von Welt verschwunden. Erdboden verschlungen. Ja. Aber wirklich, ey, ich glaube, das Interessanteste fand ich, dass Mario nicht als Launch-Titel kommt. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Es Sache ist immer wohl noch. was Gewagtes. Aber es Ja. ist halt so, Zelda war schon sehr, sehr lang in Planung. Schon weit Ja, war ja voraus. für, Schon ja, weit es war ja voraus. schon für die Wii U in Planung. Ja. Für die Wii U kommt sogar später raus. Das Zelda. Naja, habe ich schon mitbekommen, Im April, glaub. ja. War, glaub, meine Erinnerung. Dass sogar am 18. Ja. April, glaub, rauskam. Oder 18.3. Auf jeden Fall kommt es für die Wii U später raus. Das haben sie ja auch damals mit Twilight Princess auch so gemacht. Kam Okay. zuerst für die Wii raus und dann kam es kurz drauf für die Wii. GameCube. Ach so, ja, stimmt. Andersrum. Ja, und was ist, ob sie es diesmal auch so machen? Die hatten bei der Wii hatten sie die Eule, glaube auf der Linksseite und auf der GameCube hatten sie auf der Rechtsseite. Also die Ja, ganzen das war Welten das. waren spiegelverkehrt. Ja, das war irgendwie für Linkshänder, ne? War das nicht irgendwie so, wo auf einmal ein Linkshänder wurde? Oder irgend sowas? Ach, Ja, keine Ahnung. genau deswegen. Wegen dem Sensor, genau. Ja, mega, mega merkwürdig, aber okay. Ich habe gerade auf Amazon geschaut, also die Wii U-Fassung ist ja auch für 3. März angekündigt. Ja? Ich tatsächlich. hatte was im Kopf, dass es später käme. Könnte auch erst mal das kommen. Nee. Naja, ist ja egal. Ah, ja, keine Mich interessiert es nicht, weil ich sie eh für die Switch hole. Ahnung. Vor allem, ich hatte neulich noch gesagt, ist irgendjemand gesagt, dass ich vor ein paar Monaten noch gesagt habe, ey, es lohnt sich halt echt nicht mehr, eine Konsole so Release Day zu kaufen. Und jetzt habe ich sie halt auch schon mal sicherheitshalber vorbestellt. Ja. Man muss es vorbestellen. Ich Ja, bin aber ich echt habe. am Überlegen, ob ich den Tag frei mache, ob ich nur kurz schaffe. Ist mir dann scheißegal. Hauptsache, ich habe die Konsole mit Zelda. Ich kann direkt dann loslegen, wenn ich heimkomme. Ich bin dann abgeschottet, auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt eigentlich keiner mehr ran. Verhungere du nicht auch noch? Das wird nochmal. Oje. Oh je. Oje. Oh Ja, je. vielleicht streame ich sogar. Ich glaube, das mache ich auch.
Ah, stimmt. Am Anfang wird man Screenshots machen können von der Switch. Später soll auch über den Knopf an der linken Seite Videos aufgenommen werden können. Ja. Hab ich vergessen aufzuschreiben, ist aber auch noch ein Feature. Ein Ja, sehr schönes kleines. Feature, finde ich. Das Lustige ist, wir wollten ja vorhin noch, also Marc einfach knusprig mit reinnehmen zum Reden, ne? Ja. Jetzt sind wir bei einer Stunde 50 zu zweit. Ja. Alter, das wäre ja locker 3 Stunden gegangen, gefühlt. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall, wir sind, glaube ich, raus. Wir freuen uns mega auf die Switch. Wir sind Oh ja. ziemlich auf den Hype-Train aufgekommen und kein Mensch mag. Oder, warte, welche Version hast du bestellt? Rot, blau oder grau? Grau. Ich will Grau. es einheitlich. Ja, ohne Witz, ey. Welcher Mensch holt denn Rot-Blau? Klar. Ich habe ein gutes Argument gehört, und zwar bei den Controllern. Und zwar, wenn du so Side spielst, erkennt man sofort, okay, der ist rot, der ist blau. Aber das sieht so scheiße aus an der Ja, es, Konsole. wenn ich Mann, ey. der Rest dann noch bunt so halb wäre, Ja, da. zusätzlich, dann wäre es nochmal passend. Aber so ist das scheiße. Ich hab halt schon so Super Flash Crash gesagt, mit denen ich ja die Präsentation, die eine Nacht da geschaut hatte und gestreamt hatte. Hatte ich ja auch schon gesagt, das sieht halt original aus, als hätten die Kinder die jeweils einen Teil von den Controllern verloren und hätten die dann an eine Konsole dran gemacht. So. Das sieht halt original so aus. Der eine hat den rechten Controller vom roten verloren und der andere vom blauen, den linken vom blauen. Ja. Und dann machen sie es so dran. So original so sieht das halt aus. Ach ja, schön. Wir freuen uns, wie gesagt, auf die Nintendo Switch. Der Podcast ist dann ungefähr 2 Stunden 20 lang, weil ich habe mich noch mal eine knappe halbe Stunde mit den Super Flash Crash Herrn hingesetzt und auch noch mal ein kurzes Statement aufgenommen, das, wie gesagt, etwa eine halbe Stunde lang geworden. Heißt, es sind locker bei über 2 Stunden, fast 2,5 Stunden. Aber für so ein schönes Thema darf man das auch mal machen. Ich würde sagen, wir sind raus, wir sagen tschüss, ciao und auf Wiedersehen, bleibt unfähig, haut rein und tschüss. Tschüss.